Heute in Überlänge mit einem erkälteten mir, Auftragskillern, wahren Detectives und ja, Superhelden oder doch Psychopathen, das alles bei Bada Binge. Bada Binge wird präsentiert von Fritz. Hallo! Nur um zu beweisen, dass du wirklich krank bist. Entschuldigung, es tut mir leid. Das war jetzt wirklich blöd. Ja. Deswegen sitzt du auf der anderen Seite auch. Gut. Das ziehen wir jetzt durch. Tut mir leid. Kein Problem. Ey, ich hätte halt nicht mit einer beginnenden Erkältung in so ein Kinder-Indoor-Spielplatz gehen sollen. Ja, ey, Mann, ja. Oh Mann. Ja. Wir waren am Wochenende, hat mein Sohn Geburtstag gehabt, und wir waren in so einem Indoor-Spielplatz, wo die halt so, Kids at Work heißt das, wo man halt so mit, keine Ahnung, Holzeisenbahnen, mit so Filzbausteinen kannst du so Häuser bauen und was weiß ich. Du hast einen Schleim-Workshop, die haben Schleim hergestellt, der im Dunkeln leuchtet und so Sachen. Naja, und da bin ich halt mit einer Erkältung drin gehockt und Hast alle Kinder angesteckt oder was? Entweder das oder hat mir noch ein paar Viren mehr eingeholt. Wie schafft ihr das alle? Ich hab, es gibt in meinem Kaff, ne, wo ich früher herkam, Wächtersbach, gab es die Wächtersbacher Messe. Ne? Das war immer so, da waren so 20 Riesenzelte, wo Sachen ausgestellt wurden. Da gab es auch ein Kinderzelt. Da habe ich mich jedes Jahr gemeldet und habe im Kinderzelt ausgeholfen, weil dafür gab es dann Gutscheine zum Essen und irgendwelche Fahrgerätschaften und so. Ja. Ich bin nie krank geworden und nichts. Und ich habe die Mini-Lok habe ich bedient, das Kindersprung-Castle oder wie es heißt, und die Kletterwand. Und ich bin nie krank geworden. Also was habt ihr immer mit euren Kindern? Naja, wie oft war das im Jahr? Ja, einmal. Ne? Aber dafür 3 Tage. Ja, aber ich habe 4 Counter-Strike gespielt drin. Das ist irgendwie also du bist gar nicht erst mit Drogen gekommen, ne? Ja, gut. Ja, also herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Bada Binge. Heute endlich mal wieder mit Simon auf unserer illustren Couch. Ey, danke. Platz nehmend. Wir haben heute ein paar Serien zu besprechen. Letztes Mal sind wir ausgefallen aus Krankheitsgründen und Verschiebungsgründen. Jetzt sind wir mal wieder da. Das auch noch mal kurz für alle, die sich gewundert haben und gefragt haben, wo war denn die Folge letzte Woche? Es war einfach du bist krank geworden, ne? Ich bin richtig krank geworden, ja. Ich war aber ordentlich so richtig mit Fieber und allem. Also und das war leider zu kurzfristig. Wir haben versucht, noch eine Sendung auf die Reihe zu kriegen, aber dann waren entweder nicht die entsprechenden Leute zur Verfügung oder eben die Leute hatten halt all das nicht gesehen, worüber wir sprechen wollten. Ja. Und dann haben wir halt uns dafür entschieden, das ausfallen zu lassen. Ja, egal. Jetzt sind wir auf jeden Fall da und damit mit Überlänge und auch noch mit dem guten Simon. Und wir wollen heute über ein paar Serien reden, aber ich will direkt mal starten und dich mal fragen, du hattest vorhin eine News angeteasert, ja. Die würde ich mir gerne mal an, weil irgendwas mit Simpsons und Neverland. Habt ihr von dieser Dokumentation gehört? Habt ihr vielleicht schon gesehen? Leaving Neverland? Ja, sicher. Natürlich gestern noch die erste Hälfte gesehen. Ich habe auch nur die erste Hälfte. Und ich frage mich, was soll in der zweiten noch passieren? Aber ja, es ist schon so. Die Meinung ist schon fertig. Ne? Ja, ich brauche keine weiteren Infos. Ja, aber es geht noch weiter. Ich check danach mal einen Artikel. Es gibt ein paar Artikel, die einen echt stutzig machen. Ne? Also, jetzt gibt es schon wieder die Gegend. Ja, aber also, erzähl erst mal. Ja, gut. In dieser Dokumentation geht es darum, dass zwei ehemalige, wie sage ich das jetzt? Freunde von Freunde. Freunde. Ja, ich wollte jetzt Spielkameraden sagen. Ja. Ja, aber sie waren ja offiziell, sollten sie ja das sein. Ja. Ja. Also sagen wir einfach zwei Freunde von Michael Jackson, die früher mit ihm, als sie noch sehr jung waren, zu tun hatten. Die haben sich jetzt halt für diese Dokumentation zur Verfügung gestellt und haben halt von ihren Erlebnissen erzählt auf der Neverland Ranch und auch davor und abseits davon und so weiter und beschreiben halt auch schon sehr explizit, dass ja Michael Jackson sie missbraucht hat. Mhm. Ja, das ist Fakt. Erzählen ist Fakt. Also ja, genau, ja, das ist Phase oder Fakt in dieser oder für diese Dokumentation. Ja. Wie man das Ganze einzuordnen hat oder ob man das Ganze wirklich für hundertprozentig wahr ansieht oder ob man da Zweifel dran hat, das muss jeder, glaube ich, für sich selbst entscheiden. Das kann man gar nicht irgendwie einheitlich verfassen. Es gibt natürlich, wie du sagst, so ein paar Anhaltspunkte, unter anderem auch das Macaulay Culkin und noch ein weiterer Junge, der zu dieser Zeit wirklich Aaron Carter zum Beispiel auch. Aaron Carter, aber der wird nicht genannt. Du willst auf die Dementis raus, ne? Beziehungsweise Dementis, sie erklären sich ja nicht dazu bereit, überhaupt etwas zu dem Fall irgendwie zu sagen. Ja, wo man ja auch nicht weiß, ob die auch Geld dafür bekommen haben. Ja, haben die mal ein NDA unterschrieben oder so. Genau. Das kann ja alles sein. Also, Es ist sehr kompliziert. Beim Gucken habe ich schon das Gefühl gehabt, das hatte sehr schnell Methode und das hatte irgendwann sehr schnell eine psychologische Predator-Komponente, wo man wirklich dieses Kind mehr oder weniger
psychisch in der Ecke gedrängt hat, bis es nicht mehr anders konnte, als einfach zu allem Ja sagen. Das ist furchtbar, das mit anzusehen, finde ich. Und ich, wenn man das jetzt mal von dieser Basis ausgeht, ob die stimmt oder nicht, dann würde es durchaus passen, dass danach irgendwie das alles mit einem Anwalt, sag ich mal, abgesichert wurde. Ja. Weil man gemerkt hat, okay, fuck, das war jetzt, wir sind ganz knapp da irgendwie entkommen noch mal. Ja. Lass es uns beim nächsten Mal von Anfang an richtig absichern. Klingt jetzt, ja, aber ich meine, wir reden hier von einem Business, aber es geht am Ende um Millionen, ne, die weg sind oder nicht weg sind. Und das ist schon Es geht auch um zukünftige Millionen, die quasi Michael Jackson geht ja auch halt wirklich, Ewigkeiten. Also man muss ja mal sagen, ne, die Schwere der Vorwürfe bringt dich ja in den Knast. Egal, was du machst, also egal, wie viel Geld du hast. Ja, also ja, siehst ja, was am Ende passiert, ist nichts. Ich muss wenn sie halt, ne, wir wissen ja nicht, was war es. Also so, ich sag jetzt auch noch mal kurz was dazu, weil ich glaube, man hört bei mir schon raus, dass ich ein bisschen skeptisch bin, aber das will ich mal kurz ist völlig also, in Ordnung. Bin ich nicht wirklich, weil ich, also ich habe die Doku auch gesehen, pass auf, Doku auch gesehen und auch nur die erste Hälfte bisher und war natürlich, als ich es ausgemacht habe, auch also zu 100% überzeugt, so fertig. Ich bin auch jemand, der, glaube ich, da habe ich wieder gemerkt, ich bin relativ leicht beeinflussbar. Aber die, und erst im Nachhinein, kennst du ja, manchmal ist dann so, dann siehst du einen Artikel hier, einen Artikel da, der ein bisschen was anderes, das kann Schröck zum Beispiel viel besser. Der ist immer so, okay, die habe ich jetzt gesehen, die Meinung, jetzt lass ich das mal sacken. Und dann, weißt du, dann, ich bin ja auch so ein Schnellschießer so. Und dann habe ich ein paar Artikel gesehen, wo ich dann dachte, warte mal. Die haben jetzt da, die waren da ganz ruhig während der 2005er Allegations, haben die gar nichts gesagt, haben immer auf Michaels Seite gestanden. Und als auf einmal, wo er tot ist, kommen sie raus. Und man kann auch zum Beispiel, wurde irgendwo auch belegt, dass die Geldprobleme haben und sowas. Und die haben ja die haargleiche Geschichte erzählt, die beiden. Auch so Sachen, wo man denkt so, Ich sag's nur, ich weiß es auch nicht. Aber ich glaube, man sollte open-minded da sein und immer erstmal alle Fakten abwarten, um zu gucken, ob man jetzt da irgendwie jemand beschuldigt oder nicht. Weil es gibt einige, zum Beispiel das auch Aaron Carter, der meiner Meinung nach sehr überzeugend, ob er es jetzt spielt oder nicht, dann ist er ein sehr guter Schauspieler bei so einem TMZ-Video, hat quasi seine Meinung zu diesem ganzen Film darlegt und sagt, if I see Wade Robson, if I see him right now, I'm punch him in the face, sagt er und sowas, weil der irgendwie auch den sehr gut kannte, Michael Jackson, und meint, das ist völlig unmöglich. Und also Macaulay Culkin hat ja auch per Twitter gesagt, alles Quatsch, das sind Lügner und so, also es ist, glaube ich, nicht, ist eine Grauzone. Keine Ahnung, ja, ich will jetzt auch nicht Partei ergreifen, weil, weil ganz im Ernst, bevor ich die Doku gesehen habe, war ich eher in der Fraktion, der war schon strange, aber ich glaube, da ist außer ein bisschen kuscheln und vielleicht mal wirklich ein bisschen grabbeln, ist da nicht viel gewesen. War, ist auch schon schlimm genug, aber letztendlich gibt's da ja, also zu dem, was dann in der Doku gesagt wird, alter Falter, ist da eine Kluft, ne? Und mir fällt es unglaublich schwer, wieder zurückzugehen zu viel mehr kann da nicht gewesen sein, weil es sind ja auch viele Sachen verbrieft. Also es wurde ja, die haben ja seinen Kram da geradet. Ne? Ja, ja, ja. Sie haben diese Pornoräume gefunden, sie haben seine Pornomagazine gefunden, sie haben irgendwie viele Kinder haben gesagt, dass er mit ihnen Alkohol getrunken hat. Viele von diesen Sachen, die so Teile des Rätsels sind, sind ja wirklich verbrieft. Was nicht klar ist, ist eben, was ist wirklich passiert. Und das werden wir nie wissen. Ja. Aber normal war der nicht, das ist schon mal sicher. So oder so, du kannst nicht mit Kindern im Bett schlafen. Darf ich mal eine Sache dazu sagen, die nichts damit zu tun hat? Aber ich finde, es grenzt schon an Misshandlungen, wenn man die Szene sieht, wie er diesen 7- oder 6-jährigen Jungen alleine auf der Bühne lässt und ihn quasi, so, das ist jetzt hier deine Bühne. Ja. Was soll denn anders passieren, als dass der völlig wahnsinnig wird? Du kannst doch nicht jemanden, das ist ein schwieriger Moment. Die Psyche von einem Menschen wird doch definiert durch die Kinder. Der piekt ihn in der Jugend, an der er sich später gar nicht mehr richtig erinnern kann. Was soll aus dem Menschen werden? Der kann nur ein Verlierer werden, weil er immer diese Referenz hat. Das kann er ja gar nicht erreichen. Ja. Und das ist so verantwortungslos und so egoistisch von jemandem weiß gerade er, der es wissen müsste. Und er wird immer diesen Publikumsrauschen hinterherjagen, sein ganzes Leben lang. Er will immer sozusagen das wiedererleben. Obwohl ich aber auch da, ich denke, ich weiß nicht, ist dieser der Choreograf, der hier Britney und so weiter gemacht, also choreografiert hat, der Wade, glaube ich. Ja, ist der wirklich, hat der wirklich so Geldprobleme? Ist der? Ich weiß es nicht, also wie gesagt, ich muss auch nochmal differenzieren, was ich ja, ich bin mir nicht sicher, ich habe ja auch gesagt, ich habe das so ein bisschen hier und da gelesen. Er kann sein, dass ich jetzt nicht genau richtig wiedergegeben hat mit Geldproblemen, aber ich glaube irgendwie, auf jeden Fall doch, irgendwie war da irgendwie, die haben, glaube ich, Schulden oder so, ich bin mir nicht ganz sicher, aber jetzt fragst du mich natürlich, pass auf, also prüfen wir nach und gucken einfach beim nächsten Mal oder wenn wir das nächste Mal zusammenkommen, reden wir einfach nochmal drüber. Wir werden eh nochmal drüber reden, also, weil diese Dokumentation, beziehungsweise die Doku-Serie ist in 4 Stunden, also das kann man schon fast als Serie bezeichnen, auf jeden Fall, die wird auf jeden Fall jetzt auf ProSieben laufen. Oh, echt? An einem Stück. Die ProSieben hat sich jetzt die Rechte gesichert und zeigen es jetzt auch recht nah Anfang April.
ich glaube, 6. oder 7. April oder sowas. Was auch, sag ich mal, ein ganz kluger Schachzug ist, weil, wenn du das nächstes Jahr zeichnest, interessiert es wahrscheinlich jeder Mensch jetzt mehr. Aber jetzt ja. Die Auswirkungen davon, ne? Die Simpsons haben ja diese eine Folge, in der Michael Jackson spricht, mitspricht, beziehungsweise in der eine der berühmtesten Songs der Simpsons. Ja. Diese Folge verschwindet jetzt im Giftschrank. Nein, aber es muss doch eigentlich auch nicht sein, oder? Hier muss James L. Brooks und wie sie alle heißen, haben halt wirklich und haben auch gesagt, es fiel ihnen nicht schwer, so, aber es fiel ihnen nicht leicht, aber sie haben halt wirklich nach langen Gesprächen und auch wirklich mit Abwägen von allem für und wider und wie sie halt auch immer, sag ich mal, Themen und Humor aufgegriffen haben, haben sie beschlossen, diese Folge nicht mehr auszustrahlen. Also die wird auch von jeder DVD-Edition runtergenommen und so weiter, also das wird... Aber das finde ich auch immer, also ich meine, das ist natürlich ein zu großes Fass jetzt, um das aufzumachen, aber ich meine, man muss es trotzdem auch mal erwähnen, also es gilt, gleich gilt jetzt für R. Kelly, darf ich jetzt nie wieder I Believe I Can Fly hören oder darf ich jetzt, weiß ich nicht, darf ich nie wieder einen Film mit Ricky Gervais gucken, weißt du, diese ganze Scheiße... Mit Ricky Gervais? Nicht Ricky Gervais, ich meine natürlich Louis C.K. und so, ja. Die ganzen Leute, die irgendwie mal was das ist ja die Scheiße Sache. Das ist ja die Sache. Und da ist ja das, was wir, glaube ich, eingehen, auch wo wir alle einig sind. Man muss für sich selbst entscheiden, ja. Inwiefern man jetzt Künstler von seiner Kunst trennt ja. Und wie man, sag ich mal, reagiert. ProSieben hat zum Beispiel gesagt, wir strahlen die Folge weiterhin aus, weil die Folge wird halt von dem deutschen Sprecher gesprochen und da ist kein, obwohl der Song halt weiterhin existiert, ne? Also ja, aber wenn da jetzt eine Message drin wäre, die klar sagt, der Mann ist unschuldig und ein Heiliger, dann ja. Würde ich es verstehen, aber eigentlich war das eine ganz normale Simpsons-Folge auf eine typische Lisa-Folge. Ein bisschen langweilig. ohne Michael Jackson. Ja, ich kann die Folge Saxophon, Geduld. Also, aber, naja. Aber das ist eine Kinderserie. Trey Parker und Matt Stone werden sich natürlich jetzt richtig freuen, weil deren South Park-Folge mit Michael Jackson ist ja quasi. Ja, wohl, vielleicht werden sie aber auch. Vielleicht werden sie aber auch aus Respekt vor diversen Leuten, werden sie die vielleicht auch. Sag aber ich mal, vor Respekt mal vor wem jetzt? Den Opfern. Also den, aber das, oder den Leuten, die sich halt dadurch angestoßen fühlen oder irgendwie halt schon auf der Kontraseite sind. Also die halt wirklich vollkommen überzeugt davon sind, dass die Dokumentation die Wahrheit sagt und dass Michael Jackson halt, ja, vielleicht ein Pädophiler war, vielleicht aber auch wirklich noch viel schlimmer war oder keine Ahnung. Wie kommt er denn in der South Park-Folge weg? Ich hatte das Gefühl, da geht es primär darum, dass er in Ruhe gelassen werden will, dass ihn keiner in Ruhe lässt und vor allen Dingen, dass er halt mit seiner Nase, dass er halt einfach eine traurige Persönlichkeit ist. Genau, wunderlich und auch so. Das muss ich sagen, also die Folge, die stimmt immer noch, weil der Typ ist ja jetzt, ganz im Ernst, Michael Jackson hatte nie eine fucking Chance. Der hatte nie eine Chance. Der war ab, von Anfang an war der mehr oder weniger dazu bestimmt, irgendwie ein abgefucktes Leben zu führen. Auf die eine oder andere Art und Weise. Vom Vater ja auch krass getreten. Nie eine Chance gehabt. Ja. Wie sollte aus dem irgendwas anderes werden als ein Freak? Insofern tut er mir auch echt leid. Aber wenn das wirklich wahr ist und er das weitergibt an andere, dann fick ihn, ey. Und dann habe ich auch nichts dagegen, er möchte ich nicht, dass seine Kindeskinder auch noch mit seinen Songs verdienen. Es ist wirklich ein großer, ich sag's jetzt nicht, aber das ist, ich sag's jetzt nicht. Das wäre, wir würden halt wirklich echt ein zu großes Fass aufmachen, glaube ich jetzt. Wir wollen auch nicht wirklich nur komplett über Michael Jackson reden, aber der Punkt mit, du hattest nie eine Chance, was soll aus deiner Kindheit werden, ist ein guter Ansatzpunkt für, jetzt eine Werbepause und danach unsere Besprechung zu True Detective. Oh, okay. Bada Binge wird präsentiert von Fritz. Hallo, herzlich willkommen zurück zu Bada Binge. Wir gehen ohne weitere Umschweife in unsere Besprechung von True Detective. Und dafür haben wir euch ein bisschen die Informationen zusammengepackt. Und das sehen wir jetzt gleich in dieser Matz. Und danach geht's zum Recap von True Detective. Mysteriöse Puppen, eklatante Erinnerungslücken, drei Zeitlinien, zwei Detectives und ein großer Fall. Die True Detectives werden in dieser dritten Staffel der HBO-Produktion von Mahershala Ali und Steven Dorff gespielt und was wir von eben diesem Spiel und der ganzen Story halten, seht ihr jetzt. True Detective Staffel 3 könnt ihr in Deutschland derzeit auf Sky sehen. Die gesamte Staffel umfasst 8 Folgen, wobei jede Folge eine Stunde lang ist. So, das stand jetzt nicht auf der Tafel, aber man kann True Detective auch bei iTunes zum Beispiel und anderen Pay-to, wie heißt das dann, wenn man halt quasi die alle üblichen Streaming-Plattformen, wo man das käuflich erwerben kann, kann man es gucken. Pay and Stream on Demand. Oder genau. und das sage ich nicht umsonst, denn wir haben auch ein bisschen was zur Verfügung gestellt bekommen von Verleih. Wir haben ein Gewinnspiel, was wir gerne auch starten wollen würden zum Thema True Detective. Wir haben hier ganz tolle Sachen. Was haben wir hier? Wir haben ein T-Shirt in Größe L. Manchmal. Aber das kann man nur mitmachen, wenn man Größe L hat.
Ist das eine Nerd-L oder eine normale L? Keine Ahnung, ich würde sagen... Es sind sogar zwei hinter dem T-Shirt. Es gibt hinter der Geschichte immer noch eine weitere. Nein, wir haben zwei richtig schöne Pakete, glaube ich, ne, wenn ich das richtig verstanden habe. Wir haben einmal das T-Shirt und einen Gutschein von Amazon, mit dem ihr euch die komplette Staffel anschauen könnt. Und wir haben einmal eine... Nee, du musst das andere Ding noch in die Kamera halten. Hier. Eine Retro-Kamera, Fujifilm, mit den dazugehörigen Filmen. Das ist eine Sofortbildkamera, die in einem alten Stil, beziehungsweise im alten Stil gehalten ist. Wie früher. Genau. Die könnt ihr gewinnen oder eben halt als Trostpreis ein T-Shirt mit dem Gutschein für die Serie. Und dafür müsst ihr eigentlich nicht viel mehr machen als eine E-Mail an butterbinge@rocketbeans.tv mit dem Betreff Erinnerungslücken schreiben. Und am besten schreibt ihr auch gleich eure Adresse da hinzu, damit wir wissen, wo wir die Sachen hinschicken müssen. Genau. Das wäre super. Gibt's da eigentlich zwei Gewinner oder packen wir das alles in? Nee, natürlich zwei Gewinner. Es gibt sogar vier Gewinner. Ja. Es gibt zwei Menschen, die können eine Kamera gewinnen und es gibt zwei Menschen, die können einen Amazon-Gutschein inklusive T-Shirt gewinnen. Ah, jetzt habe ich's verstanden. Okay. Alles klar. Ja, das wollten wir noch dazu sagen, aber jetzt wollen wir nochmal über True Detective reden. Wir sind ein bisschen spät dran, muss man sagen. Es wurde uns schon öfter vorgeschlagen, finde ich, über die letzten Folgen bei der Binge. Immer wieder habe ich es gelesen, hier und da wollt ihr nicht mal True Detective Staffel 3 besprechen. Aber da hatten wir immer schon irgendwas anderes uns vorgenommen. Man muss dazu sagen, sie kam ja wöchentlich nur auf Sky raus. Ja. Dementsprechend mussten wir halt auch warten, bis die Staffel erstmal zu Ende ist. Und das war jetzt erst Anfang März. Dementsprechend kommt jetzt, glaube ich, auch schon demnächst die DVD-Box dazu raus. Ach so, und die Blu-ray-Box. Da sind wir eigentlich mega on time. Dann und dann, mega pünktlich. Ja, genau. Und ich glaube, es ist besser, man hat jetzt alles irgendwie gesehen und kann jetzt einmal darüber komplett sprechen. Weil wir werden auf jeden Fall, Freunde, wir werden auf jeden Fall über das Ende sprechen müssen. Und da werden wir auch einen Spoiler-Part machen, weil das Ende verdient nochmal eine etwas besondere Besprechung. Endlich mal wieder irgendwas, wo man am Ende so, lange drauf gewartet. Aber glaubt ihr, ich habe irgendwie gar kein Gefühl dafür. Glaubt ihr, das ist eine Serie, die wirklich gerade viele Leute gucken? Ich habe irgendwie keinen Plan, ob das so ein Ding ist. Weißt du, sowas wie die Neverland-Doku oder so, das weißt du, irgendwie, das guckt gerade jeder. Oder irgendwie das Afterlife von Ricky Gervais, was gerade begonnen hat oder gerade rausgekommen ist, habe ich das Gefühl, das gucken gerade viele Leute. Aber bei True Detective habe ich peripher nicht so viel wahrgenommen, so auf Twitter oder so, keine Ahnung. Da würde ich auch sagen, das ist vielleicht so ein bisschen Blasending, ne? Also, weil ich denke mal, du hast ziemlich viele Leute, die ebenfalls Ricky Gervais ziemlich cool finden. Ja, finden, das stimmt. Und wenn die natürlich alle dann irgendwie sagen, ey, hier, ich habe das gesehen, find's geil, dann antworten natürlich die Leute, die den folgen und die es auch gesehen haben, ja klar, oder oh, hier guck ich mir an. Ja. Und ich weiß nicht, kann ich jetzt schwer beurteilen, ob True Detective jetzt höher oder niedriger eingestuft werden kann. Ich würde persönlich sagen, für mein Empfinden, dass die erste Staffel deutlich höhere Wellen geschlagen hat. Ja, hab ich auch das Gefühl. Aber ich denke, dass es gerade durch die erste Staffel auch zu so einer Art Kultobjekt wurde und man es entweder liebt oder einfach vielleicht nie gesehen hat. Ja, gut, Haken ist ja, müssen wir auch mal drauf zu sprechen kommen, ist ja halt die zweite Staffel. Ne? Da wurde ja der Kultstatus schnell irgendwie wieder verblasst. Sehr schnell wieder, genau, da habe ich auch aufgehört. Ich hätte jetzt die dritte nicht geguckt, wenn ihr mir nicht gesagt habt, guck dir die mal an für Bada Bin. Ich auch nicht. Und hast es ich bereut? Auch nicht. Ich Nein, geguckt. Im Gegenteil, ich habe es nicht bereut, aber es hat auch viele von den Momenten wieder, die so ein bisschen, wo es mich verliert einfach, wo es ein bisschen zu langatmig ist. Oh, aber es ist natürlich, aber es ist halt schwer, aber es ist auch geil, das ist Teil der Reihe, aber diese Langatmigkeit ist schon auch immer eine Sollbruchstelle immer. Und davon gibt es mehrere in der Staffel. Ich habe jetzt bei True Detective 3 tatsächlich festgestellt, wirklich, ich habe mich ja auch gerade in Bezug auf Bada Binge all die Jahre jetzt verstärkt mal auseinandergesetzt mit der Frage, was bin ich eigentlich für ein Serientyp? Ich gucke ja auch viel, weil es irgendwie für die Sendung erforderlich ist und so weiter, aber wo ist dahinter der persönliche Geschmack vergraben? Das ist immer eine gute Frage, Weil Interessen habe ich ja viele, das ist ja cool. Und ich gucke mir auch vieles an, einfach um zu wissen, wie es dann halt ist irgendwie. Ich bin nicht so der Typ von wegen, ich gucke mir die erste Folge von irgendeiner Folge, von der Staffel an. Das ist so der fundamentelle Unterschied zwischen uns beiden, so, was oft dazu Diskussionen führt. Weil ich bin halt wirklich jemand, ich gucke mir eine Folge an und dann switche ich direkt auf eine andere. Und Schröck ist eher so, er guckt sich das halt ganz an, und um sich dann eine Meinung zu bilden, was natürlich die bessere Herangehensweise ist, vor allem, wenn man ein fucking Serienformat macht. Aber ich kann mich halt nicht ändern, ich bin halt sprunghaft. Und manchmal habe ich auch den Fehler gemacht, habe ich auch oft in der Sendung hier schon gesagt, dass ich dann eben dann mal durchgehalten habe und am Ende wurden die geiler, die Folgen, und dann war ich so, zum Glück habe ich das nochmal. Ja. Aber irgendwie denke ich, ist es Freizeit, manchmal habe ich gar keinen Bock, mich da durchzuquälen. Du hast recht, die erste Folge muss einen geistern. Das ist ein Pilot, das ist die Aufgabe der ersten Folge, einen heiß zu machen, sodass man bei der zweiten
zweiten kannst du mal irgendwo ein bisschen langsamer oder Exposition machen. Ja, aber die erste muss. Merkt euch diese Stelle, Freunde. Wir werden auf diese Stelle noch gleich mal zu sprechen kommen. Ja? Aber bei der nächsten Serie. Okay. Aber müssen wir eigentlich überhaupt noch ganz kurz, weil ich habe gerade gemerkt, in der Matz war schwierig auch zu texten. Die Handlung ist schwierig, auf ein paar Sätze zu bringen. Vielleicht nochmal wirklich für die es gar nicht gesehen haben. Also es geht um das Verschwinden von zwei Kindern in den 80er Jahren. Die sagen ihrem Vater eines Tages, sie wollen halt zu einem Freund gehen und fahren mit ihren Fahrrädern weg, werden dabei von ein paar Leuten gesehen, aber tauchen halt dann nicht mehr auf. Die Polizei startet eine Suchaktion und als erster Verdächtiger wird ein indianischer oder beziehungsweise ein indianischer, darf ich mal sagen, ein Schrottsammler, ein amerikanischer Ureinwohner ausgemacht, der dann halt auch, sag ich mal, der halt wirklich schon einige Verdachtsmomente auf sich ziehen kann. Und zwei Ermittler der Polizei, Mahershala Ali und Stephen Dorff, versuchen halt Licht ins Dunkel zu bringen und verfolgen den Fall. Und wir, wie man es halt von der ersten Staffel True Detective kennt, kriegen es aber mit, dass der Fall schon bereits einmal abgeschlossen wurde, wieder aufgerollt wird. Mhm. Und dann aber springt die Serie noch in eine dritte Zeitebene und wir erleben quasi Mahershala Ali und Stephen Dorff als alte Männer, die jetzt nach noch mehr Jahren, also das erste Mal werden sie nach 10 Jahren mit dem Fall wieder konfrontiert und das zweite Mal nach, glaube ich, über 20 Jahren und die jetzt nochmal sich mit diesem Fall auseinandersetzen müssen. Mhm. Also ein Fall, der auf drei Zeitebenen so gesehen bearbeitet wird, aber nicht wirklich unbedingt im Fokus steht. Denn in dieser Serie geht es um viel mehr andere Themen, also um ganz viele andere Themen so. Und vor allem natürlich auch, was mich genervt hat, die anderen Themen. Vor allem halt auch das Thema Rassismus spielt eine. Das hat mich nicht genervt. Die Eheprobleme und so, dass die ganze Zeit diese man mit einem Verlust umgeht und sowas. Ich weiß, es ist traurig und so, aber für mich hat sich das angefühlt wie eine viel zu lange Folge Tatort so. Ja. Immer dieses langatmige irgendwo rumstehen und diese Gespräche im Auto immer so. Ja, und dann habe ich mir eine Zigarette angemacht. Und sie hat nicht gut geschmeckt. Und weiß ich nicht, es war jetzt kein Zitat, es war so die Art, ey. Ja, Mann, aber für mich ist das die True Detective Essenz. Dieses vollgequalmt im Auto sitzen und sich irgendwie Nichtigkeiten, so immer wieder dieselben Fragen rumwälzen, ist so ein bisschen für mich True Detective, weil sie ja nicht weiterkommen. Aber ich finde auch, dieses persönliche Leben der Detectives interessiert mich auch nicht so sehr. Das war bei der ersten Staffel noch viel interessanter, oder? Ja. Mit McConaughey und Woody Harrelson. Irgendwie, die waren so kantig. Ja, und vor allem auch diese Zeitebene war ja bei der ersten Staffel war ja auch ein wichtiges Element. So. Das haben die ja jetzt wieder bei der dritten Staffel aufgegriffen. Ja, bei der dritten finde ich das sehr wichtig. Ja, genau, das haben die ja wieder aufgegriffen. Ich glaube, in der zweiten Gast war es gar nicht so krass. Ne? Da war einfach alles kompliziert. Alles, aber die haben diese Zeitebene-Ding wieder aufgenommen. Das fand ich ja am allergeilsten bei der ersten, wie er da mit seinem Sixpack sitzt und du merkst schon, wie er aussieht, der ist fertig mit der Welt. Der ist fertig, irgendwas keinen passiert. Bock mehr. So, genau. Und das fand ich ja ganz geil, aber irgendwie fand ich das interessanter, weil er eben so fertig aussieht. Wir haben jetzt Mahershala Ali, der erkrankt, ich glaube, das kann man sagen, ohne zu. Naja, er ist im Alter einfach, sag ich mal, nicht mehr ganz so fit, wird ein bisschen was seine senil angeht. Und so. Also, aber er hat arge Probleme mit seinem Erinnerungs. Aber er wirkt nicht so abgefuckt so. Und das fand ich ja bei der ersten Staffel so geil, weil deswegen fand ich nicht so lang, aber ich wollte immer wissen, bei jedem Gespräch wollte ich wissen, warum. Also da war die Langatmigkeit gar nicht so störend, weil ich immer wusste, alles das führte dahin, dass er jetzt ein abgefuckter Alkoholiker ist. Und bei den beiden, die sehen immer noch relativ fit aus, die sind ein bisschen geprügelt vom Leben, deprimiert vielleicht wegen dem Krieg auch und sowas, aber nicht so richtig. Und deswegen habe ich dann oft so abgeschalten und gedacht, oh, Alter, komm noch mal weiter so. Das sehe ich anders. Ja, aber ist das nicht vielleicht ein bisschen auch Intention, die man bekommen soll beim Zuschauen, dass man irgendwo so ein bisschen sagt, okay, lass den Fall einfach sein, es ist gut jetzt. Also, was ja so ein bisschen in der Serie auch passiert, dass Leute sagen, es ist jetzt 10 Jahre her, es ist 40 Jahre her. Und sie halt immer noch da sitzen oder er da sitzen, sagt so, ich brauche das für mich, ich muss diesen Fall ablösen, ich muss das irgendwie, ich will das jetzt, ich brauche das. Er braucht das ja auch in dem Fall für sein Lebensglück, ne? Ja, genau. Gefühlt. Also es beschäftigt ihn ja am meisten, ne? Den leicht dementen Detective. Ne? Das ist ja, wie gesagt, ein Duo. Und der eine hat damit abgeschlossen, der andere grübelt weiter drüber nach, auch nach einem halben Leben sozusagen. Ne? Und dieses Gefühl, das habe ich dann auch wieder gesagt, scheiß doch einfach drauf jetzt. Leb dein Leben so. Du hast dein ganzes Leben, willst du dein ganzes Leben an diesem Fall hängen? Manche Leute beschäftigt das vielleicht aber auch so lange. Das ist das, was du eben gerade noch gesagt hast. Das ist die Quintessenz eines True Detectives. Dass ihn das nicht loslässt, dass er bis zum Ende irgendwie glaubt. Ich meine, sie stehen ja auch irgendwann mal. Voll bei dir. Ja, du hast absolut recht. Sie stehen ja halt irgendwann mal zu, also hier Roland und Wayne, die beiden Detectives, um die es geht, die stehen ja irgendwann mal da dann und sagen sich so,
Verspürst du irgendeine Art der Befriedigung oder der Erlösung oder sonst irgendwas? Also fühlt es sich so an, als wäre das Erleichterung. Erleichterung, genau. Erleichterung, sagt er, genau. Und sie sagen ja beide nein. Sie sagen ja beide immer noch nein. Ja, und das ist so, das ist, glaube ich, so das, was halt, worum es bei True Detective geht. Bisschen wie bei Drogensüchtigen sozusagen, man kann nie genug kriegen, so. Ja, jetzt irgendwie, und ich kann dich ja verstehen, ich verstehe dich vollkommen. Und das würde ich noch mal kurz eingehen. Das ist, glaube ich, das, was mich da anspricht. Eben dieses Langsame, dieses Präzise. Wenn ich jetzt mir angucke, was mir in letzter Zeit gefallen hat, Mindhunters. Ja. Sharp Objects. Fand ich auch gut. Ja. True Detective, so. Also ich finde, diese ruhige Ausarbeitung der Figuren, des Falles und dann aber auch der, sag ich mal, jeweils zeitlichen Befindlichkeiten, ja, des Rassismus, wie er sich geändert hat oder wie er sich halt eben nicht geändert, ja, hat. Ja. Und in jeder Szene wird das thematisiert. Genau, ja. Eigentlich jeder Szene, oder? Ja, es ist wie so ein. Ob es unterschwellig ist oder direkt, ja, genau. Aber das finde ich. Sehr gute Metapher. Ja, das ist wirklich, das ist die Hammer Zeit damals, ne? Das, ja, aber ich finde das mal schön, also nicht schön, also aber ich finde es schön, wie es umgesetzt wird, weil es eben variiert zwischen den, wie man es sonst kennt, in die Fresse, so, das ist Rassismus, das passiert, damit auch der letzte Idiot checkt, dass es einfach Rassismus gibt und gab und ein Riesenproblem in Amerika ist, aber halt auch das sehr Subtile, wo teilweise wirklich nur so mit Einstellungen gearbeitet oder mit einem Blick, wo du schon merkst, warum ist das jetzt so weird, warum, ja, lässt der Regisseur das so lange stehen, weil natürlich er diesen Blick von dieser Frau hat, wo er die irgendwie gerade befragt und die, genau, gibt ihm so ein, das ist die ekelig, angeekelt so. Und das ist so, da wird gar nichts, niemand sagt das N-Wort oder so, aber du merkst schon, okay, dieser weiße Zeuge, wollen sagen. Sie hat jetzt, ja, sie denkt das nun, du hast doch so das Gefühl, sie versuchen ihn gar, sie behandeln ihn gar nicht als Detective, sondern, nee, genau, sie sehen ihn, ja, primär als jemand, als Menschen schwarzer Hautfarbe und haben dann schon automatisch weniger Bock überhaupt auch nur, ja, zu helfen, obwohl ihnen an der Lösung des Falles was liegt. Sie können quasi über ihren angeborenen Rassismus quasi nicht so richtig, ja, drüber. Hammer. Und es ist an sich sehr schön, weil es eben nicht der typische White Trash Nazi ist, ja, der dann irgendwie halt seine drei Sprüche gibt oder so, sondern du merkst halt, es ist überall, es ist unterschwellig, du als, verwurzelt, als schwarzer Mensch bist du jeden Tag in diesem Zeitraum, ja, damit konfrontiert. Und vor allem fällt mir jetzt erst gerade auf, natürlich über alle drei Zeitebenen, was auch nochmal ein klares Symbol oder Signal ist von den Machern. Auch so, wenn ich schon, das ist nicht besser geworden, weil man denkt, so in den 70er, ja, Amerika war halt irgendwie was krasser und dann wird aber in der Heutzeit immer noch, ist das so. Ich finde schon, es ist deutlich besser geworden, aber also die Aussage, ja, Film, der Serie kann ich in dem Fall nicht so ganz, aber ich kann das natürlich auch nicht nachvollziehen. Ja, ich, ja, lebe ein völlig anderes Leben, ja, in einem, ja, ja, Ort oder ich, so, aber. Ich glaube, ja, aber, ich hoffe, es ist besser. Es ist so ein Unterschied, also ich glaube, das ist, was es ja noch mal schlimm macht, ist ja die Sache, du bist irgendwo in einer extremen Situation, wo halt Schwarze oder Afroamerikaner in der Öffentlichkeit aufgehängt werden. Damals irgendwann in, keine Ahnung, vor wie vielen Jahrhunderten Jahren. Und es geht so langsam zurück. Und du denkst halt immer so, oh, es wird besser, es wird besser, es wird besser. Aber du merkst halt, je weniger von diesen offensiven Aktionen stattfinden, wie viel mehr doch eigentlich in den Köpfen verankert ist, was immer noch nicht raus will. Und, ja, du halt, ja, weiß nicht, alle, die du mitkriegst, haben ihr Leben lang irgendwie entweder darunter gelitten oder dafür gekämpft, dass es besser wird. Und es ist immer noch da. Ja. Du kannst nichts dagegen unternehmen. Ja, und gerade für jemanden wie ihn, und das finde ich halt das wie heißt starke, ich weiß, wie Hayes, heißt die Figur? Hayes. Gerade für jemanden wie Mahershala Alis Figur, finde ich das halt so cool. Also ich finde das halt bei ihm wirklich, ich mag diese Figur und ich mag auch wenn ich verstehen kann, dass es echt teilweise öde ist, ja, ich mag die Ehe zwischen den beiden, weil das ist mal was ganz anderes. Das ist das Schöne an der dritten Staffel True Detective, weil ich finde halt, True Detective ist eine deutliche, also hat deutlich mehr Gegensätze als noch die anderen. Ja, bei der ersten Staffel, da gibt es einen großen Gegensatz zwischen dem, was man die ganze Zeit gedacht hat, was es ist und was es letztendlich war. Ja. Ja, da hat man die ganze Zeit gedacht, da muss noch irgendwas sein, da muss noch irgendwas Größeres was sein. Was Mystisches. Genau. Auch so, ja. Diese Diskrepanz ist hier auch vorhanden, aber sie ist halt auch in kleineren, in Teilbereichen vorhanden. Wie zum Beispiel bei der Ehe. Es gibt eine ganz großartige Szene, da haben die einen Streit. Und ich weiß genau, welche du meinst. Ja, und sie sagt, und er ist wirklich sauer. Und das ist für diesen beherrschten Typ halt auch schon echt immer eine Seltenheit, wenn man sieht, dass er so komplett aus sich rausgeht, weil er sonst immer total kontrolliert ist und möglichst immer die Form wahren möchte. Und dann gibt's diese eine Szene, wo er auch sie noch so irgendwie greift und sie sagt, was willst du jetzt machen, ja? Was willst du jetzt machen? Und du denkst dir, ey, verdammt, in jeder anderen Serie, ja, kommt jetzt genau die gleichen Sätze oder es kommt die genau gleiche Aktion. Und er lässt sie einfach los und sagt, ey, weil ich dann sonst anfange zu weinen. Und das fand ich halt, das fand ich in dem Moment so, so gut. Das fand ich so überraschend, weil es einfach so fernab von allen bisherigen Erzählformen und Mustern und Dialogformen und Mustern irgendwie war. Mhm. Und dann plötzlich fangen die halt an, wieder normal miteinander zu reden, so, ja. Und sie merkt halt, ey, ich bin auch nicht unbedingt korrekt in meinen Aussagen. Und er merkt, vielleicht habe ich auch überreagiert. Und das fand ich halt echt auch stark, dass diese Beziehung von den beiden immer, sage ich mal, in der Wechselwirkung war, dass man nie sagen konnte, sie hat recht oder er hat recht, sondern dass man immer gemerkt hat, okay, beide haben ihre Punkte, aber beide labern auch teilweise echt scheiße. Mhm. Und das fand ich halt gerade
als Teil von einer solchen Serie, wo man immer denkt, okay, es geht hier um die große machiavellistische Verschwörung im Hintergrund, ja, um einen ganz, ganz miesen, weiß ich nicht, Verschwörerkreis und sowas, ja, fand ich das halt echt toll zu sehen, angenehm zu sehen, einfach erstaunlich zu sehen. Also die Frau von Hayes, die ist natürlich auch eine also ich finde alles, was du sagst, richtig so, aber ich kann mich nicht davon trennen, dass mich die Figur trotzdem genervt hat. Das ist so. Also klar, es ist sehr kompliziert, auch eine super starke Frau, was ich auch einfach gut fand, dass das einfach auch eine sehr starke Frau auch mal wieder präsentiert wird in der Serie so. Da sind ja viele Leute, die finden sie nicht gut dann, wenn man merkt, ja, eine Frau geht auch so ein bisschen verschiedene Längen, um quasi an ihr Ziel zu kommen, sowas. Und ich meine jetzt nicht mit Sex, sondern auch einfach mal hier so ein bisschen ausfragen und ihre Reize einsetzen für sowas. Da würde dann gerne irgendwie, und das fand ich mal ganz gut, dass du einfach, wie sie damit umgegangen ist und sowas, ja. So, und das fand ich gut alles. Und auch, wie du schon sagst, dann, dass du teilweise denkst, du erzählst Scheiße, aber andererseits denkst du, du erzählst die richtigen Sachen, aber die hat mich trotzdem genervt, einfach so. Hey, und er hat mich halt auch genervt, weil er gespielt hat. Immer nur mit dem Gesicht, so das Augen, dieses Augenrollen, die an der Kippe ziehen, die ganze Zeit. Und den Opa hat er am besten gespielt, finde ich. Den Opa extrem gut, dieses Laufen und so, wo du wirklich denkst, okay, der lebt wirklich einen alten Mann gerade. Ja. Aber da, alles andere, ey, da fand ich den Partner viel angenehmer, so vom Spiel. Steven Dorff. Ja gut, aber er ist halt der klassische Anti. Ja, schon, der ist halt ein bisschen sympathisch. Steven Dorff. Er säuft, raucht und vögelt bestimmt auch jedes Wochenende. Die saufen ja beide, ja, aber das stimmt, du weißt aber schon. Aber ich meine, der eine ist halt der Kontrollierte, ne, ganz klar, so muss sich auch besser anpassen in der Gesellschaft, weil die Augen auf ihm kleben. Und der andere ist weiß und darf machen, was er will. So. Kann machen, was er will. Er hat den Freifahrtschein für alles, das wird ja auch einfach thematisiert. Aber was ich halt auch so spannend fand bei der Serie, wie gesagt, man geht ja der Serie schon so ein bisschen auf dem Leim, ja, weil es ja wieder nicht genau das ist, was man halt irgendwie die ganze Zeit vermutet. Aber was ich halt auch so spannend fand, war halt der Faktor durch die Erinnerungslücken von Mahershala Ali's Figur, dass man am Ende, ich war irgendwann mal an einem Punkt, da kommt er, glaube ich, zu Steven Dorff nach Hause und sagt halt so, ey, wie geht's deiner Frau? Und so, wir waren nicht verheiratet. Und plötzlich saß ich da und dachte mir so, Scheiße. Kann ich überhaupt alles für wahre Münze nehmen, was ich bis dato gesehen habe? Ja. Und das fand ich einen sehr, sehr coolen Faktor. Den haben sie aber meiner Ansicht nach nicht wirklich ausgereizt. Aber da muss ich dich tatsächlich korrigieren bei dieser Stelle, weil in dem Gespräch findet er auch aus, dass die haben ja seit 25 Jahren nicht miteinander telefoniert oder geredet. Ich weiß, da kann es ja sein, dass er geheiratet hat. Da kann es sein, ich will auch gar nicht behaupten, dass das vielleicht irgendwie unbedingt beabsichtigt war, dass man diese Ebene noch mit rein. Ich kann mich so selten korrigieren, dass ich muss das einfach auch mal machen. Also zum ich weiß, was du meinst. Die Szene kann auch für sich stehen und kann als Erklärung für sich stehen. Keine Frage. Aber mir ist in dem Moment halt dann einfach in den Sinn gekommen, also ich habe halt für mich selbst im Kopfkino irgendwie, bin ich auf die Idee gekommen, ey, was ist, wenn das teilweise jetzt einfach Quatsch war? Also wenn diese Erinnerungen, die halt Mahershala Ali irgendwie präsentiert, weil er präsentiert sie ja aufgrund von einer Interviewsituation in der Jetztzeit, sage ich jetzt mal, und auch in den 90er Jahren. Wer weiß, was er da alles irgendwie verworren, verschwommen und vermischt hat so und ob es wirklich so war, wie es ist. Bis zum Ende dachte ich auch, ey, es kann alles noch passieren. Mhm. Ja, es kann wirklich noch alles passieren, dass die beiden selbst irgendwie mit in der ganzen Geschichte verwickelt sind. Das denke ich bei jeder True Detective Staffel, bin ich immer so, zur Hälfte würde ich auch einen davon ins Feuer werfen, weil irgendwie denke ich immer, es wird mal eine Staffel geben, wo der eine dann der Böse ist oder so. Das muss einfach kommen, ne? Bin aber sehr zufrieden mit dem Ende. Ich will jetzt nicht, wir dürften eigentlich jetzt. Wir können ja noch ein bisschen in den Spoiler-Part gehen. Abschließend Fazit. Erstmal Spoiler. Also mein Fazit, ich musste einfach mir selber treu bleiben. Ich kann es jetzt nicht schönreden. Ich fand es zu langatmig, ich habe mich da durchgekämpft, sage ich ganz ehrlich. Ich habe mich aber, bin am Ende froh, dass ich mich durchgekämpft habe, allein nur aufgrund der letzten beiden Folgen, die wir jetzt gleich besprechen. Also wer es noch nicht gesehen hat, dann einfach am besten gucken und danach nochmal bei der Binge zurückschalten und jetzt dann gleich diesen Spoiler-Part dann angucken. Und wer es geguckt hat, kann sich drauf freuen. Genau, also aber es ist nicht wie sonst, wie ich schon ein paar Mal erwähnt habe, dieses Ding, wo man sagt, oh, zum Glück habe ich weitergeguckt, weil da hat es sich gelohnt, weil ich rede wirklich von 8 Folgen habe ich gelitten. Ja. 8 Folgen habe ich wirklich gelitten und ich hatte echt keinen Bock mehr. Ich habe teilweise wirklich mich so gelangweilt. So und aber diese letzten 2 Folgen, und das erzähle ich auch gleich, die haben so was Krasses bewirkt, wo ich denke, vielleicht hätte ich das alles anders gesehen, hätte ich das gewusst, weißt du, wie ich meine? So, aber ich kann es ja nicht ändern, ich habe es nicht gewusst und deswegen habe ich mich gelangweilt. Von daher sage ich, ja, ist okay, aber ich fand die erste Staffel deutlich besser. Aber sag mal so, du erkennst schon die gewisse Klasse oder gewisse Klassen. Absolut, ja, ja. Ja, jetzt muss ich tatsächlich dir auch wirklich recht geben. Ich finde auch, bei 1 hat man einfach mehr Spaß gehabt, das Spiel der Charaktere wie Matthew McConaughey oder so zu verfolgen. Ja. Auch einfach, weil die einfach noch mal ein bisschen mehr nach außen expressionistischer spielen. Also
das ist einfach ein Unterschied, ne, wie die Darsteller einfach funktionieren. Und ich finde aber, dass der Weg ein bisschen mühsam ist, aber sich für dieses Ende einfach generell lohnt, weil es diesmal auch nichts ist, wo man nach der dritten Folge sagt, ah, ich weiß, wie es ausgeht, sondern es ist schon so geschrieben, dass du eigentlich gar keine Chance hast, wirklich rauszufinden, wie es weitergeht, bevor du nicht mindestens die Hälfte gesehen hast. Mhm. Und dann überhaupt kommt erst diese, kommen so ein paar Sachen raus, wo du denkst, ah, wo du meintest, ne, es könnte auch anders gewesen sein. Und so entwickelt es sich dann von da aus. Ich habe aber eben auch diese Momente gehabt, wo ich, sage ich mal, manche Folgen auch nur zu 85% mit voller Aufmerksamkeit geguckt habe, wo man dann schon mal sagt, ich gehe jetzt doch mal in die Küche und mache mir einen Kaffee und lass es einfach laufen, was ich bei anderen Serien nicht habe. Was bei dieser Serie eigentlich auch nicht sein sollte, weil dann verpasst du vielleicht die eine wichtige Szene. Aber ich bin ehrlich, so habe ich die geguckt. Aber am Ende des Tages war es trotzdem, bin ich dankbar, dass ich es gesehen habe. Aber ich hätte es ohne euch auch nicht gesehen. Ja. Also. Finde ich aber super, dass du sagst, weil da schließe ich mich an, weil ich finde schön deine Ehrlichkeit und ich sag auch, ich fahre auch öfter im Handy bei der Serie und das mache ich nicht bei Serien, die ich richtig geil finde. Ist ja auch. Das ist immer ein gutes Indiz, vielleicht ist das das neue Indiz, das moderne Indiz, ob eine Serie, vielleicht muss man so eine neue Rating, so wie Tomatoes, so Rotten Handys sozusagen. Wie viel Handy-Faktor hast du? Oder wie viel Second Screen-Faktor? Ja, genau. So. SS-Faktor? Ja, du würdigst das Ganze noch mehr, aber du kannst dich vielleicht auch mehr in diese Art von Serie reinversetzen. Ja, es ist einfach mehr mein Ding. Ja. Das ist mehr mein Ding. Ich bin mehr in den Figuren aufgegangen. Ich fand die Verwebung von drei Zeitebenen fand ich richtig gut gelungen. Das fand ich auch sehr schön. Ich fand, das sah alles wieder richtig schick und stylisch aus. Es hatte echt einen richtig filmischen Look. Mhm. Den mochte ich sehr gern. Ich fand auch das Make-up haben sie echt wirklich gut hingekriegt. Boah, die Opas waren super. Ja, sowohl in der alten als auch in der jungen Phase. Wie die Geschichte aufgebaut, ich muss sagen, ich bin hier wirklich auf den Leim gegangen. Ich fand das auch sehr, sehr. Dann aus der rein kriminalistischen Sicht, sage ich mal, sehr fesselnd so. Ich verstehe trotzdem, ich kann diese einen oder anderen Längephasen, die sehe ich auch. Ja? Also die will ich jetzt gar nicht in Abrede stellen oder beziehungsweise die möchte ich gar nicht ignorieren. Aber vom Gesamtpaket doch ist das einfach mein Fall. Und ich mag einfach die Klasse, die an Schauspiel, an Inszenierung und ja, einfach am Gesamtgefühl entsteht. Auch wenn ich sage, rein erzähltechnisch, und da kommen wir gleich aufs Ende zu sprechen, muss ich sagen, ist es, wenn vielleicht die erste Staffel 100% war, ist diese so bei 80. Oder war die erste 90, dann ist die jetzt bei 70. Also ich finde, erzählerisch sind da leider doch ein paar Schwachstellen vorhanden. Eine kurze Frage an euch beiden. Habt ihr das mit eurem Partner geguckt oder habt ihr das alleine geguckt? Meine Freundin hört bei sowas dann immer sehr schnell auf und dann kommt sie auch nicht mehr rein. Okay. Aber ich hab's versucht. Aber ich hab's True Detective ist nicht zu. Achso, weil ich hatte mir nämlich gedacht, dass vielleicht gerade bei so einer Serie echt was ausmacht, ob man das zu zweit guckt. Das wäre so, weil ich hab's ja alleine geguckt so und ich glaube, vielleicht ist das auch was man so mit einem Partner, dann kann man während diesen langatmigen Szenen auch einfach dann mal miteinander reden und gleichzeitig philosophieren, was meint denn der jetzt und so. So während man sonst alleine einfach da sitzt und denkst, so, fahr mal jetzt dahin, so, weißt du. ist vielleicht eine Partner- und Second-Screen-Serie. Ja. Genau. Ja, Spoiler, komm. Jetzt kommt der große Spoiler. Ich fand die Serie super geil. Nee, aber komm. Ey, das Ende, Ende ist schon krass. Es ist echt schon krass. Also wirklich, ich hab's ja schon ein paar Mal gesagt, ich dachte echt auch, dadurch, dass sie nochmal Staffel 1 thematisieren und die beiden Detectives die in der Zeitung, ich habe noch eine Pause gemacht. Habt ihr auch Pause gemacht? Weil ich noch nee, das hab ich nicht verpasst. Es gibt so einen Zeitungsartikel, wo du wirklich auch die beiden von der ersten Staffel siehst, die Bilder von denen. Die Journalistin zeigt ihm ja auch noch. Genau, und da habe ich sogar, hey, das waren die doch, und dann zurückgespult und habe ich das gesehen. Die Journalistin zeigt ihm bei dem Interview einmal auf dem Laptop den Artikel, wo die beiden vorne drauf sind. Ja. Und stellt halt Verbindungen her zwischen den angeblichen Kinderschänder oder Kinderpornografie oder Kindermenschenhandelring. Oder Menschenhandelring mit den jetzt neueren Entwicklungen, beziehungsweise mit dem Fall. So. Okay. Und das ist eben halt wieder nicht irgendeine große Verschwörung im Hintergrund gibt. Ja, aber ist doch eigentlich ganz. Ist geil. Es nicht viel menschlich, ist es nicht eigentlich wirklich so, dass Leute wollen immer die größte Verschwörung sehen und macht dann mehr Spaß, aber in Wirklichkeit ist es einfach ein durchtriebener Bastard oder vielleicht eine Gruppe, aber eben nicht. Und das Ding ist ja, wieso ist diese ganze Situation entstanden? Aus Liebe. Ja? Der Vater hat es aus Liebe zu seiner Tochter gemacht. Ja. Und sie hat es aus Liebe zu ihrem eigenen Kind eigentlich gemacht, dass sie halt viel zu früh verloren hat. So, ja. Und das ist halt, das ist schon eine gewisse Tragik dabei. Ich fand es aber erzählerisch leider ein bisschen schwach, dass sie den Einäugigen einfach an den Tisch setzen. Das würde ich gerade sagen. Oh, ja, danke. Das war wirklich, da ging es uns wahrscheinlich allen so. Das fand ich halt. Das wie einfach halt, kann man sich's machen? Erzählerisch halt echt ein bisschen schwach, weil dadurch hast du halt wirklich alles einmal so präsentiert bekommen. Und nicht mal dazwischen geschnitten oder so. Anstatt, dass du dich irgendwie halt innerhalb der Serie irgendwie anhand von gewissen, sag ich
ich mal, Inhalten oder Hinweisen darauf hinarbeiten konntest oder kannst. Oder kannst du halt einfach nicht. Genau, also merkst schon, ich explodiere da für mich, weil das ist das, was mich. Wahrscheinlich habt ihr das Gleiche durchgemacht, wahrscheinlich alle Zuschauer, das haben die ja geschickt gemacht, die Autoren, das quasi, genau, das ist das, ich sag mal, das erste Kackende. Und dann kommt ja noch dieser Twist sozusagen am Ende, dass du merkst, das war ja gar keine Verschwörung. Und dann noch mal obendrauf halt sozusagen, dass da ganz anders. Ja, das fand ich auch ein bisschen schwach. Das fand ich auch nicht so geil, aber wie der da sitzt an dem Tisch, ich dachte mir, ich saß wirklich so, das kann's doch jetzt nicht sein. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Und mit der Info, dass ich ja acht fucking Stunden mich da durchgequält habe. Und dachte so, Alter, jetzt fickt euch mal ehrlich, das ist jetzt die Erklärung, da sitzt einfach einer am Tisch und erzählt eins zu eins, was passiert ist und alles macht Sinn. Ey, da muss doch noch was kommen, dachte ich mir so. Und dann kam aber nix. Da kam ja nix. Und dann dachte ich mir so, hä, aber dann machen sie halt diese Ebene auf mit, wie dann die Julie noch mal da gesucht wird, dass da vielleicht auch noch mal ein Twist, auch ein bisschen, bin ich beide auch ein bisschen plump gelöst, aber es ist emotional und es, für mich brachte es diese ganze Langatmigkeit so ein bisschen zusammen, so, dass ich dann erst gemerkt habe, und es hat 8 Folgen gedauert, oder 9, 8,5, hat's gedauert, bis ich gecheckt habe. Darum geht's bei der Serie. Es geht einfach nicht um den Mord. Es geht um die Unfähigkeit eines Detectives, sich von einem Mordfall zu lösen. Den er vergessen hat. Und dann hat das alles Sinn gemacht. Auch diese ganzen Erinnerungslücken, die gefüllt werden mit dieser neuen, mit diesem neuen Leben von der Julie, die jetzt irgendwie wohl glücklich ist und sowas. Man weiß auch nicht ganz genau. Super. Und jetzt, aber dieser Tisch, ey, wirklich, dachte ich, jetzt wollt ihr mich wirklich verarschen. Ja, das fand ich, wie gesagt, das finde ich einen großen erzählerischen Fauxpas meiner Ansicht nach. Ich finde auch ein bisschen schade, dass die Reporterin komplett aus dem Ende rausnehmen. Die macht gar nichts. Die taucht halt einfach gar nicht mehr auf. Ja. Das habe ich auch ein bisschen nicht verstanden. Was mit der Frau, also mit Hayes Frau passiert ist, so finde ich okay, dass man das im Diffusen lässt, weil die Reporterin sagt irgendwann mal sorry for your loss. Ja. Ja, und vielleicht ist sie gestorben. Ich gehe eigentlich davon aus, dass sie gestorben ist. Ich denke auf jeden Fall, weil also deswegen hängt er ja, finde ich, auch mit an diesem Fall, weil es ihn verbindet an die Zeit, wo noch alles okay war. Und das ist ja auch, das finde ich eigentlich sehr schön gelöst. Ja, und dafür muss man eigentlich auch die Beziehung ein bisschen erstmal etablieren, damit man das. Ja. Und auch, was das für ein Hinten, was das für ein Auf und Ab war, ne? Ich meine, die standen ja schon dreimal davor, irgendwie auseinanderzugehen oder beziehungsweise, dass es zu Ende ist. Aber ich habe mir eine Frage aufgeschrieben extra gestern, weil es mich so wahnsinnig gemacht hat. Und zwar, also es gibt ja die Szene, wo die dann, wir sind ja schön in diesem Spoilerbereich. Jetzt ach ja, ja, stimmt. Es gibt doch die Szene, wo sie dann, ich glaube, das ist die letzte Folge, wo sie dann rauskommen aus der katholischen Kirche da und die Schirmherrin da befragt haben und sowas. Und dann kommt doch dieser Janitor da, dieser Gärtner ihnen mit dem Schnauzer. Wo du ja schon von der Inszenierung schon sofort, da musst du ja dumm sein, wenn du nicht checkst, da ist ja irgendwas. Was soll das? Warum zeigen die denn das Kind? Ja, ich bin schon, und warum, ich bin schon stutzig geworden, dass das Kind so aussah, wie das Kind am Anfang entführt kam. Und dann heißt es Lucy, wo ich mir gedacht habe, Lucy, wie die Mutter? Wo du schon weißt, so habe ich schon gesäuft, so, oh nee, come on, was ist das denn jetzt? Und dann sieht er auch noch so aus wie der Vater übrigens mit dem Schnauzer, das man nebenbei gesehen hat. Und jetzt ist meine große Frage, wird ja nachher erklärt, dass ja Gottes Fügung oder was auch immer, Gott spielt, also so Religion spielt ja auch voll die große Rolle und sowas, dass die sich ja dann, der wollte die als Kind heiraten, ne? Und jetzt haben sie sich dann zufällig, per Gottes Fügung, dann haben sie sich ja gesehen, weil er Gärtner war in dem Ding, wo sie unterschlupft, so. Und dann frage ich mich doch, er läuft doch in diesen, jetzt kommt meine Frage, was auch ich lange, die laufen sich doch über den Weg? Und dieser Gärtner ist ja ganz normal zu denen und sagt nur so, oh, meine Kleine und bla bla und reagiert gar nicht. Der müsste doch wissen, dass das die Detectives sind. Das kann gar nicht sein, wenn er aus dem Ort kommt, in dem als Kind und die ganze Presse berichtet drüber, man weiß, das sind die zwei Lead Detectives, dann muss er doch mindestens komisch reagieren, wenn er doch weiß, das sind die zwei von dem Mordfall. Ich habe die Szene nicht so in Erinnerung, aber ich meine, das klingt, so wie du sagst, klingt wie ein typischer Filmfauxpas. Aber weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, mit seinem blauen Overall. Jetzt, ich gehe sogar noch weiter. Die letzte Szene, wenn er wirklich zu dem Haus fährt von der Julie. Ja. Und davor steht und plötzlich die Erinnerung verliert, was eine super gut gespielte Szene ist. Ja, das fand ich auch gut. Und ich fand auch, dass die Tragik in diesem Moment fand ich echt toll. Aber nichtsdestotrotz gibt's ja einmal so noch mal so einen Moment, wo die beiden sich angucken. Und sie weiß, wer er ist. Ja, ja, ja. Sie weiß, wer er ist. Und ich frag mich, ob er in dem Moment einfach nicht so, einfach nur so tut. Ob er halt wirklich, das ist die große Frage halt. Das ist die Tony Soprano. Und das finde ich halt dann aber schon wieder schön. Ja. Ja, dass man halt sich die Möglichkeit offen lässt, so vielleicht noch dieses noch etwas positivere Ende. Weil dann hat er ja quasi ein Happy End, weil er sich endlich lösen kann von dem Fall. Und er weiß, ihr geht's gut. Ja, ihr und ihm den Frieden gönnt, sozusagen. Er hat seinen Frieden, er weiß, ihr geht's gut. Ja, aber das hält ja genau bis zum nächsten Anfall wieder. Das hält ja genau so lange, bis er es wieder vergisst. Ja. Stimmt, hast du recht. Das ist so. Der Typ ist auch verloren. Also das wird sich ewig, so bis er irgendwann stirbt, wird sich das wiederholen und die Leute um ihn rum werden immer mehr die Geduld verlieren. Und aber vielleicht hat ihn dieser ein Moment, und das ist ja auch diese Fahrt dann auf sein Auge drauf, ne? Also so also ganz zum Schluss. Vielleicht ist das dieser eine Moment, wo er wirklich dann diesen einmal, diesen wahren Frieden irgendwie mit sich findet, so, ja.
Und dann geht er wieder in den Dschungel und ja, das mit dem Dschungel, das fand ich irgendwie nicht so. Aber die eine letzte Sache noch, finde ich, gerade die du angesprochene Tragik, stimmt, kommt mir jetzt auch wieder in den Kopf, wie geil war das eigentlich, diese Szene, wo die dann sich treffen und sich so angucken mit dem Glas Wasser, wo du einfach so als Zuschauer, das liebe ich ja, und dafür lohnen sich dann die, da schon 9,5 Folgen, wo du einfach merkst, du musst das alles gesehen haben, den ganzen Scheiß, um die Macht dieses kleine Szene zu sehen, um zu checken, da ist so viel drin, er ist ja kurz vorm Ziel, er hat's quasi in sprichwörtlich greifbarer Nähe, und du als Zuschauer bist dir selber nicht sicher, willst du ihn anschreien und sagen, sie ist es, oder bist du so als Zuschauer eher so, nee, lass es, weißt du? Ja, ja. Und das haben die Autoren extrem gut gemacht, wenn du das bei einem Zuschauer erzeugst, dann hast du deinen Job richtig gemacht, wenn du selber als Zuschauer, ich weiß nicht, wie es euch ging, ich war zerrissen, ich wusste nicht, ob ich ihm jetzt raten will, dass sie es ist, oder dass er, ich, ganz schwierig. Genau, aber diese Wechselwirkung oder dieses Hin und Her, das habe ich halt einfach super genossen. Ich bin so, ich gönne ihm das Ende, aber wenn es jetzt nicht so ist, finde ich es auch okay. Ja. Ja, also, oder beziehungsweise kann ich auch damit leben und finde es dann trotzdem gut, dass man einfach diese Möglichkeit hat. Ja. Ist der Kreisel in Inception oder so, dieses klassische Open End ist ja an sich immer nett. Finde ich auch schön, ist besser als so eine Verdammung. Ja. So, er kann ins Grab fallen, vielleicht geht er aber auch einfach nach Hause. Kreisel ist aber Augenwischerei. Hätten sie mal bei Lost auch einen fucking Kreisel hingestellt und einfach aufgehört. So ein Dharma-Kreisel einfach. Ich weiß, der Kreisel ist Augenwischerei, weil es gar nicht seiner ist. Ne? Genau, es ist nicht seiner. Ja, aber es ist trotzdem, du gehst da raus und denkst, Open End. Später raffst du dann, ne? Okay. Wir machen jetzt auch ein Open End, denn wir müssen in die Werbung. Jawohl, danach geht's weiter. Ja? Bleib dran. Cool. Tschüss. Bis gleich. Bada Binge wird präsentiert von Fritz. Hör auf. Herzlich willkommen zurück zu Bada Binge. Ihr seht mal Daniel, guck mal, wie schön Daniel gucken kann. Wow. Okay. Wir reden jetzt über The Umbrella Academy. Eines meiner absoluten Favorites, nicht? Kannst du aufhören, so zu gucken? Du machst mich wahnsinnig. Wir gucken jetzt mal rein, was da so abgeht. Hier eine kleine Minimatz zu The Umbrella Academy. Am 1. Oktober 1989 wurden unter mysteriösen Umständen 43 Kinder geboren. Der Clou? Die Mütter waren am Morgen dieses Tages noch gar nicht schwanger. Der exzentrische Milliardär Reginald Hargreaves machte es sich zur Lebensaufgabe, so viele dieser Kinder wie möglich aufzuspüren, weil er ihr außergewöhnliches Potenzial erkannte, welches sich letztendlich in Superkräften manifestierte. Ob die Serie so super ist wie die Superkräfte der Schüler, seht ihr in unserem Super Recap. Super! The Umbrella Academy könnt ihr auf Netflix sehen. Die erste Staffel umfasst 10 Episoden und diese haben eine Länge von 45 bis 60 Minuten. Ja, das sind die Fakten, das ist die Handlung. Ich habe es eingangs gesagt, aber ich bin ganz froh, also ich bin sowieso froh, dass du da bist, aber heute besonders froh, weil ich glaube, du hast erstens mehr gesehen davon als ich. Asche auf mein Haupt, ich habe es noch nicht ganz angeschaut, aber auch einfach nur, weil ich es echt nicht leiden kann so. Und da muss man auch aber ehrlich genug sein, als professioneller Fernsehkritiker. Ich kann einfach Superhelden-Sachen nicht leiden. Aber was genau daran? Das ist nämlich, weil ich weiß, es gibt ja mittlerweile so viel, es gibt für jeden einen passenden Superhelden. Ja. Also, wenn du jetzt sagen würdest, ich habe keinen Bock, dass der so mega stark ist, ne? Dann gibt es eben auch welche, die wirklich kaum was können, ja? die aus anderen Gründen Superhelden sind. Also ist es, was genau ist es bei dir? Hast du schon rausgefunden? Also es war auf jeden Fall in der Jugend so, dass ich da öfter mal Mama meint. Nein, aber ich finde eigentlich cool, dass du das einfach mal fragst, und ich werde es dir ganz, ganz ehrlich beantworten. Ich habe schon hier und da ein bisschen auch in anderen Sendungen, wir haben ja öfter auch Marvel-Sachen oder irgendwelche Comic-Verfilmungen und sowas zusammenfasst. Ich finde es gut, dass du nachfragst, weil eigentlich ist es ja nicht ausreichend, wenn man einfach sagt, ist halt nicht mein Ding. Und ich sag dir ganz einfach, es ist nicht mein Ding, weil ich in der Jugend damit nichts zu tun hatte. Ich bin nicht mit Comics aufgewachsen, ich bin mit Fernsehen aufgewachsen. Ich habe Zeichentrickfilme geguckt und sowas, aber ich habe nicht so dieses, da kommt wieder das Skeptische zurück, er hat recht, ja, natürlich, es macht keinen Sinn, ich sage, ich bin mit Comics aufgewachsen, aber ich meine, nein, aber er hat ja recht, weil ich ja gerade sage, ich bin mit Zeichentrickfilmen, oh, jetzt kommt wieder der Irre, verhaspelt sich. Ich weiß es nicht, es ist einfach nicht mein Ding. Ich kann einfach nichts anfangen. Ist doch, habe ich nicht gerade gesagt, dass es, ach Leute, ich hau jetzt hier ab.
Komm wieder, Donny, bitte komm wieder. Mann, ey, ich sehe schon die Leute. Rechtfertigungs-Donny. Ich habe den Satz angefangen mit, ich kann doch nicht so, ich find's ja scheiße, wenn man sagt, es ist nicht mein Ding und ende mit, es ist nicht mein Ding. Ja, nein, aber ey, es Donny, ist kompliziert. Ich glaube, ich verstehe es, dir fehlt die Vorbelastung durch Comics. Jetzt kommt aber der Punkt, mir nehme ich auch. Ich habe nie Comics gekauft, weil ich nie das Geld hatte. Und dadurch habe ich null. Ich habe vielleicht Batman, die animierte Serie und so geguckt. Ne? Du wahrscheinlich auch. Guck mal. DuckTales und sowas. Aber auch. Ich fand Batman jetzt auch. Alle haben diese Zeichentrickserie gefeiert. Ich fand die immer ein bisschen. Die hatten diese kantigen Körper und irgendwie war das so. Ja. War halt für Kinder. Ne? Und dann dachte ich mir, Batman ist nicht für Kinder. Und fand das nie so geil. Obwohl das alle gefeiert haben. Ne? Das war revolutionär. Ja, wie gesagt, ich fand's halt. Ich hab's geguckt, aber es hat mich nicht so geil. Es hat mir alles beigebracht. Okay, bei Batman fand ich's gut. Ehrlich gesagt nicht. Ich habe es geguckt, weil es da war. Darauf wollte ich jetzt gar nicht aus. Ich meine nur, dass auch ohne dieses Vorwissen gibt's ja heute, ich meine, die fangen ja immer bei Null an, ja, diese Serien. Du lernst die Charaktere kennen, du lernst, wie sie strugglen, du lernst, was sie können. Das ist ja im Grunde immer wieder neu anfangen. Du könntest ja durchaus bei jeder Serie plötzlich dann quasi, könntest dich catchen. Aber es ist halt unrealistisch. Es ist halt, es sind Superhelden. Ich weiß nicht. Aber da ist man ja, Star Wars guckst du ja auch, oder? Ja, aber ich sehe die nicht als Superhelden an, sondern ich sehe die als fiktive Geschichte in einer ganz anderen Welt, wo quasi eh schon innerhalb dieser Fiktion die Fiktion Sinn macht. Wenn ich jetzt aber auf der Erde bin und ich sehe da irgendwie so einen Halbaffen rumlaufen und so ein Dude, der irgendwie so macht und dann ist er irgendwo woanders und teleportiert sich, denke ich immer so, ja, was soll das denn, Alter? Ich kann's nicht mehr, ich kann's nicht mehr sehen. Jeder Kinofilm ist irgendein Superheld mittlerweile. Ja, irgendein Superwoman, Batman, Spider-Man 5, was weiß ich, was da mittlerweile. Aber jetzt teilen wir uns Eskapismus. Der Comic soll wohl geil sein, den will ich mir unbedingt noch angucken. Also der Spider-Man, der aktuelle, der wirklich ein Comic halt, also hier in, der soll richtig geil sein. Das sagen alle und den werde ich mir auch noch reingucken. Into the Spider-Verse. Also, ich dachte, du redest von Weil der ja wirklich animiert ist und halt nicht mit so echten Menschen und dann so. Ich weiß nicht, kreativ, der bringt Comics, animierte Comics. Oder geht ans Herz? Niveau, der geht ans Herz. Vielleicht ist es einfach im Endeffekt Geschmackssache. Vielleicht ist es tatsächlich doch so, vielleicht macht ihr mit mir gerade die Reise durch eines Superheldenhassers. Aber vielleicht ist es im Endeffekt doch ohne Argumente, dass man sagen muss, es ist halt einfach. Sind dir die Kräfte zu? Also sind die Kräfte dir suspekt? Also bist du halt jemand, der sagt, ich mag's nicht, wenn jemand so übermächtig ist? Oder? Ich find's einfach lame. Ich find einfach alles daran lame, auch diese ganzen Avengers-Zeug und sowas. Ich fand irgendwie Iron Man mehr oder weniger ganz gut. Weil's ein bisschen der ersten Zeit, weil er so ein geiler Typ ist. Und weil man es glaubt, also halb. Wenn Elon Musk noch verrückter wäre, noch reicher wäre und die Technik möglich wäre, dann wäre das halt Elon Musk. Ne? Ja. Man kann es ein bisschen nachvollziehen bei Iron Man. Ja. Freunde mache ich mir natürlich nicht auf einem Sender wie Rocket Beans, der im Nerd-Kosmos ist. Ja, dann heißt wieder, der hat keine Ahnung. Aber ich kann es nicht ändern. Und ich glaube, euch ist euch und den Zuschauern ist auch lieber, wenn ich damit ehrlich umgehe. Ich kann damit nichts mehr umgehen. So, das haben wir jetzt geklärt. Aber worum geht's jetzt bei? Ich würde gerne, darf ich dazu einfach was findet ihr da anfängst, geil. Ich kann es gleich alles zusammenfassen und du wirst es sicherlich super machen. Ich muss ja gar nicht zusammenfassen. Er hat doch schon alles gesagt. Ich sehe nur eine, ich sehe da eine Möglichkeit, das Potenzial, dass wenn dann mal irgendwann dir eine Serie über Superhelden in der Thematik gefällt, dass man dann jetzt mit diesem Vorwissen als Zuschauer halt auch weiß, okay, dann muss ich mir die auf jeden Fall angucken. Ja. Jetzt mal, wenn du eine Superhelden-Serie irgendwann sehen würdest und mir die empfiehlst, würde ich mit diesem Vorwissen die auf jeden Fall angucken, weil das was Besonderes ist, ne, wenn dir dann was gefällt. Und ich wette, irgendwann, es wird so viele noch geben. Ich fand irgendwann Wonder Woman ganz gut. Wollte ich noch droppen. Den fand ich gut. Schlecht ist er nicht. Ich fand ihn auch gut. Ich fand den Film irgendwie cool. Ich fand ihn gut. Ja, wie gesagt, schlecht ist er nicht. Wäre jetzt auch nicht mein Top-Ding, so, aber schlecht war er nicht. Ja. Willst du mal zusammenfassen, weil du hast hier zu wenig gerissen. Naja, haben wir ja mehr oder weniger schon. Es ist alles, ich kann sagen, alles geguckt, ich könnte noch 20 verschiedene Sachen sagen. Zum einen, darf ich mal eine Sache sagen? Der Typ, der im Goodbye auf dem Cover, ach, jetzt läuft hier der Trailer. Ja, okay, dann. Egal, einer dieser Superhelden, nennen wir sie mal, aus dem Ensemble. Klaus ist mein absoluter Lieblings. Ja, das ist das Einzige, was ich gut fand. Das von ist der auch der, mit der Grund, weswegen man sich die Serie angucken wollte. Das ist auch das Einzige, was ich gut fand. Ich hoffe, wir meinen denselben. Ne? Ich meine den von Misfits, weil das ist ja okay. Das ist ihre übrigens ein wahnsinnig guter. Der spielt diese eine Rolle des etwas sperrigen Typen mit Superkräften schon in Misfits so geil und ich liebe den. Ich war so traurig und Misfit hat für mich geendet, als der rausging. Und er hat damals versucht, andere Rollen zu kriegen und war quasi auf dem Weg nach oben, hat es irgendwie nicht geschafft. Letztendlich ist er jetzt wieder da, wo er vor ein paar Jahren aufgehört hatte. Aber er ist so fucking gut. Ja, und alle anderen, diese Szene, die ist ikonisch. Die Tanzszene, die war ganz gut. War die noch in der ersten Folge? Die war in der zweiten Folge. Nein, ernsthaft? Die ist nicht am Ende der ersten oder so? Ich glaube, die ist am Ende der ersten. Okay, kann sein. Und das finde ich, es geht da um so viel mehr als Superkräfte. Es geht um diese völlig dysfunktionale Familie, so ein bisschen wie in einem Wes Anderson-Film. Die sind irgendwie eine Familie, aber die sind offensichtlich keine. Sie sind nicht mal Fleisch und Blut. Ne? Sie wohnen nur zusammen mit diesem psychopathischen Vater.
ich finde, die Serie hat ganz viel versteckt. Dann die Killer, die sind so. Die sind so untypisch. Die verschießen recht viel, muss ich sagen. Ja, aber die sind vor allem, die sind eigentlich inkompetent, aber sie werden so behandelt, als wären sie die kompetentesten, die es gibt. Hm. Und es ist schwer, weil sie haben irgendwie, sie sind valide Antagonisten, die auch eine Chance haben gegen diese völlig, diese überstarken Superhelden. Und irgendwie finde ich das total spannend, weil die auch, die wissen irgendwann auch nicht mehr, ja, fuck, bin ich jetzt gut, böse, sind, are we the baddies? Weißt du, so diese Nummer. Und das, ich finde, die Serie hat ganz viele Kontraste, ganz viele Bilder, Metaphern, Dinge, über die man rumdenken kann, obwohl es so plump ist, ne? Obwohl der Typ aussieht wie ein Gorilla. Mhm. Ich meine, den kann man nicht ernst nehmen. Jedes Mal, wenn der auftaucht, kannst du nur lachen. Das ist aber die gewünschte Reaktion. Ja, bei Odin, ja. Ich glaube schon. Ich glaube nicht, dass dem jemand, wenn der aufs Set kommt, haben die geömmelt. Kein Mensch nimmt es ernst. Aber das wollte, er findet es doch auch unangenehm. Das ist doch das. Das sieht schon witzig aus. Ihm ist es doch auch mega unangenehm. Ja, der Figur an sich. Ja, meine ich ja. Ja. Der Figur ist das mega unangenehm. Ja, die hat einen Affenkörper. Ja, aber ich habe das am Anfang nicht gewusst. Ich dachte einfach, der ist schlecht. Der ist einfach ganz falsch trainiert. Ja, ja, Moment, ich doch auch. Ich dachte auch so, okay, der hat. Die wollen schon zeigen, dass der sehr stark ist. Und dann später raffst du ja erst, dass der eben, dass das nicht sein normaler Körper ist. Und aber in den Rückblenden siehst du. Also, Entschuldigung. Nee, entschuldige, ich kann nicht. Ich finde das faszinierend. Ich glaube, das hebt schön, das ist einfach gerade Yin und Yang. Es hebt schön meinen Hass auf, deine Liebe dazu ist das schön. Ich finde das richtig gut. Also, man hat in dem Moment, als ich hier von Misfits ihn erkannt habe, war es für mich ein sicherer Win. Und ich dachte am Anfang, habe ich so die einzelnen Charaktere gesehen und dann er links hier, ich weiß schon gar nicht, wie er heißt. Und gibt Diego. Diego. Moment, der Ansatz. Er sieht doch aus wie ein Diego. Was ich jetzt sagen will, ist, dass die alle teilweise ein bisschen generisch wirken, auch sie rechts mit den Locken und so. Das wirken so wie auch Titans, hat ganz ähnliche Charaktere. Mhm. Und Titans hat mir nicht so gefallen. Und dann haben die, dann entwickeln die sich. Ne? Und dann hast du hier diesen Jungspund. Nummer 5? Der ja die abgefahrenste, der eigentlich der abgefahrenste Charakter von allen ist. Dann kommen, wie gesagt, diese Verschwörungsebenen drüber, dieser Layer von Agencies, die irgendwas bewachen, wo du gar nicht weißt, was, dann kriegt es so einen Mysterium-Faktor. Fängt ja schon an mit den geborenen Kindern, die irgendwie alle wie so Jesus-Kinder sind. Und wo sind die alle? Du hast es vorhin gesagt, da fehlen noch 38. 42 oder so. Wie viel? 43 waren es, glaube ich. Was geht ab? Wo sind die alle? Das ist alles so spannend. Aber hier dein Klaus übrigens, du hast gerade Misfits genannt, kleiner Funfact, der spielt auch eine große Rolle in einer meiner Lieblingsserien, die aber kaum einer kennt. Das ist eine irische Serie, die heißt Love Hate, das ist quasi das irische The Wire. Spielt in Dublin, ist auch mit unserem Littlefinger, habe ich hier schon ein paar Mal in der Serie erzählt. Ich vergesse immer seinen Namen als Darsteller. Wer ist der Name? Will ich auch nicht an den Spot machen jetzt, aber ich glaube, du hattest den auch schon mal in einem Junket. Ja, ich hatte den schon. Ach, sorry, ich wollte dich jetzt gar nicht, sonst hast du einen Knoten im Kopf. Aiden Gillen. Sehr gut, Aiden Gillen. Und ganz kurz auch für die Zuschauer, also unser Klaus spielt da Dano und es ist auch eine fantastische Serie, aber sehr, sehr schwierig wahrscheinlich zu verstehen, wenn man es ohne Untertitel guckt, weil das sehr irischer Akzent gesprochen ist. Oh, aber es ist eine sehr gute Serie. Ja, egal, aber ich finde, zu dem Jungen hast du gerade noch eine Frage, so als, ich muss auch dazu sagen, diese Serie hasse ich nicht. Ich meine generell einfach dieses, du machst Netflix auf mittlerweile und die erste Reihe an Neuerscheinungen ist Iron Fist, Jessica Jones, diese ganze Marvel, alles mögliche, super, das meine ich. Ich finde es auch nicht geil, dass es so viel davon gibt. Von daher fand ich das ja tatsächlich auch, dieses Tanzen und so, fand ich auch ganz witzig. Aber bei ihm eine Frage, du hast gerade gemeint, was mich zum Beispiel, ich habe was Konkretes, was mich bei ihm zum Beispiel bei dem Jungen, ich finde, das nutzt sich schnell ab, dieses ein Junge spielt wie ein Erwachsener. Es hat sich dann irgendwann so, die ersten 10 Minuten ist interessant, da hörst du dem voll gern zu. Du wirst aber auch dann mehr gucken, weil das ist. Und dann hinterher Kaffee und denkst du, okay, jetzt reicht's. Ja, aber es wird wirklich geil erklärt, was für ein Mensch in diesem kleinen Jungen steckt. Und ich finde das so gut gespielt von ihm. Er spielt diesen Jungen, der wirklich 50 ist und 60 und einfach. Ja, wegen Zeitreise halt, wird doch erklärt, recht. Ja, ja, nein, aber das natürlich, das wird erklärt. Aber es wird halt auch, glaub mir, also das ist nicht bei Zeitung nicht alles, was da passiert ist. So. Plus, es geht ja, die Geschichte geht ja noch weiter. Ne? Und er verändert sich auch. Alle Charaktere haben durchaus am Ende, was ich hoffe immer bei solchen Serien, auch ein bisschen eine Veränderung durchgemacht. Mhm. Da lasse ich nichts drauf kommen, weil er ist, finde ich, er spielt es unfassbar gut. Ja. Und klar, es ist ein bisschen ein Meme. Ja, geboren. Genau. Ich weiß genau, was man jetzt, dieser super smarte, wie gesagt, da fühle ich mich dann an Wes Anderson-Filme erinnert, wie zum Beispiel der Rushmore. Hotel Boy. Rushmore war doch auch mit diesem. Oder der Lobbyboy von. Budapest. Genau, es ist immer dieses, ne, im Anzug oder in der Schuluniform, super smart, seriös, adrett. Und dann ist noch irgendwo halt, in dem Fall jetzt, ist da halt so, ist das nur die Spitze des Eisbergs so. Ich will das jetzt auch nicht feiern, weil es sicher Leute gibt, die es voll doof finden, aber ich habe alle Ensemble-Serien geguckt. Wirklich alle. Teilweise weiß ich nicht mal, wie sie heißen, aber von Misfits über Titans jetzt auch. Dings, Doom habe ich geguckt und was ist jetzt? Deadly Class. Deadly Class.
Und die letzten beiden genannten gefallen mir auch gut, da kommen wir vielleicht auch noch drauf. Aber das hier ist Genre. Bisher mein absolutes. Nein. Naja, also, wir haben es jetzt einfach, wir senden es jetzt einfach mal so aus. Nee, aber wenn es so viele sind, dann ist es ja fast schon ein eigenes. Ja, das heißt, ich finde, also es gibt diese Solo-Superhelden und dann gibt es eben die Gruppen. Ja. Ja, so, oder nennen wir es halt Gruppenserien. Und ist das aber wieder ein Universum, was man hätte kennen können, nein, wenn man Comic-Fan ist? Es gibt ist, tatsächlich, glaube ich, nur zwei Comicbände. Alvin kann mich gern korrigieren, wenn es. Kontrollieren tut er die ganze Zeit. Ja, aber er kann mich gern korrigieren, wenn ich falsch liege, aber es gibt, glaube ich, bisher zwei Comicbände. Und das ist noch nicht ganz weitergemacht worden, weitergeführt worden bin. Und ja. Um mal eine negative Sache zu sagen, mir hat die Story, die Story-Arc der ganzen Staffel, hat mir nicht so gefallen, weil es wieder mal die Apokalypse ist, die ich nicht mehr, ich will keine Apokalypse mehr. Ja. Bringt mir ein gibt mir eine echte Motivation. Und weil man sofort weiß, ab der dritten Folge, jeder weiß, wie es ausgeht. Ja. Und das hat mich echt abgefuckt, weil wirklich, das muss nicht sein. Stimmt. Also, ich muss auch dazu sagen, ganz großes Problem fand ich. Erste Folge super. Ich fand diese Szene mit dem Tanzen. Ja, die war Think You're Alone Now, was sie da so hören, fand ich super. Fand ich schön gemacht. Die hatte eine richtig schöne Emotionalität. Hast du schon aufgelegt irgendwo seitdem? Ja, habe ich. Das war klar. In Frankfurt habe ich den gespielt. Sehr, sehr gut, ja. Aber in Frankfurt habe ich. Hat jemand zugezwungen? Hat jemand erkannt? Oder was? Weiß ich nicht, ob das jemand erkannt hat. Ich hab auf jeden Fall in Frankfurt gespielt und ich habe in Frankfurt auch Gloria gespielt, weil ich die Szene so großartig finde in American hier in Assassination of Gianni Versace, wo der Killer im Auto sitzt und Gloria voll laut mitsingt. Ja. Und ich fand das so cool, weil ich gedacht habe, Alter, du hast genau das Gefühl von diesem Song jetzt gerade begriffen. Und den habe ich in Frankfurt auch gespielt, weil ich dachte, das passt jetzt richtig gut. Sehr gut, okay. Ja, das ist ja schön, dass man sich dadurch inspirieren lässt. Aber wo wir schon bei den Songs sind, wir wissen, der My Chemical Romance-Sänger oder Frontmann oder was weiß ich, der hat diesen Comic erfunden, zusammen mit der Gabriel Barr. Ach so, wusste ich nicht. Ja, das ist so gesehen die Rahmenhandlung davon. Und wo du jetzt die Songs angesprochen hast, ich finde, diese ganze Serie hat leider ein sehr, sehr großes, aber dann halt doch wirklich immer wieder ins Gesicht drückendes Muster. In jeder Folge gibt es eine Sequenz mit einem tollen Song, der irgendwie das gerade das Lebensgefühl oder die Stimmung oder die Situation aufgreifen soll. Und das gucke ich mir 3 oder 4 Folgen an. Ist schön, aber wenn es wirklich durch 10 Folgen oder so durchgezogen wird. Ist aber nicht so. Doch. Findest es gibt du? In jeder, es gibt in jeder Folge eine Szene, wo irgendwie ein Song präsent hervor, also okay, besonders hervorgehoben wird, das, um eine, eine Stimmung oder einen Moment irgendwie zu verdeutlichen oder einfach zu unterlegen, die Stimmung, die Gefühlslage klar zu machen und halt dann am Ende noch so ein paar Informationen mitzugeben, wie sich die Figuren in dieser Szene fühlen. Fand ich auf Dauer ein bisschen ermüdend. Genauso wie das diese alte Figur in dem Knabenkörper, das ging mir dann auch ein bisschen auf den Zeiger, weil er irgendwann echt nervt, weil er halt einfach mal also er hätte auch einfach 3 oder 4 Folgen früher die Fresse aufmachen und dann wäre das ganze Thema schon erledigt. Und wer mir auch ziemlich auf den Keks gegangen ist, und das sage ich nur als reiner, das sage ich nicht als Kritiker, sondern als jemand, der sowieso auch von Superhelden-Serien so ein bisschen die Nase voll hat. Und ja, hab gedacht, okay, wortwörtlich, gebt mir was, womit ich halt arbeiten kann, was ich halt, warum ich euch gucken soll. Mhm. Und das fand ich in der ersten Folge cool, aber dann geht's bis zum Ende runter. Hast du es komplett durch? Ich hab's komplett bis zum Ende durchgeguckt. Okay, na gut, da kann ich dich dann natürlich nicht mehr überzeugen. Ich muss sagen, wenn ich das einfach nur gucke, weil ich das halt irgendwie, weil mich die Figuren, darum geht's ja in dieser Serie, die Figuren sollen mich interessieren. Und nein. Da muss ich sagen, außer Klaus geht mir da keine Figur wirklich ans Herz. Mhm. Ja, Klaus ist ein Schauspieler. Juno schon auch noch ein bisschen, oder? Nee, Juno hat mich voll genervt. Die ist 8 Folgen lang eine Schlaftablette und plötzlich ist sie Miss Overpower. Und ja, das ist der Part, den ich scheiße finde. Also wirklich, du hast am Anfang Heroes. Du weißt von Anfang an, dass sie hier overpowered sein wird. Na, sie ist die Einzige, die keine Kräfte hat. Also ist klar, sie ist die Krasseste. Ja, genau. Das ist von Anfang an klar. Ja, aber du hast dann am Anfang Heroes. In 8 Tagen wird die Welt untergehen oder Donnie Darko. Oh, jetzt bring doch nicht Heroes da rein. Oh, Heroes, ey. Ist das die einzige, die ich gut fand? Das ist das, aber Heroes war vor 10 Jahren mal gut und dann wurde es furchtbar schnell kacke. Ja, das was kannst du mit dem Japaner der Zeitreisen aber kann und so, ne? Naja. Entschuldigung, Heroes. Du hast Heroes einfach scheiße. Du hast scheiße gute Erinnerungen, aber es war anders. Wie heißt das hier? Ging es um das Ende der Welt, das Scylla gesehen hat. Hallo, Scylla. Scylla ist der einzige Gute aus Heroes. Alle anderen sind furchtbar. Der Japaner ist auch geil. Es geht 90%. Ja,
Hero. Ja, ne? Ja. Und die guten Leute haben dann aber spätestens, als der dann zurückkam auf dem Dinosaurier mit dem Schwert, da musste es okay. Die Serie kannst du vergessen. Ja. Das kriegen sie nie hin. Vor allem, die hat ja irgendwie, ich glaube, 7 Staffeln oder so gehabt. Ey. Oder sowas. Aber auch hier gibt es irgendwann mal eine spektakuläre, aufwendige Kampfszene in einem Theater. Und du denkst dir so, Freunde, ihr dürft dieses Theater nicht kaputt machen. Warum wollt ihr überhaupt hier drin einen Kampf irgendwie veranstalten? So, ja, warum? Es geht nicht kaputt. Ja? Ja. Und dann kommt dann irgendwie so ein Geisterkraken. Lach nicht, weil du lachst über Fehler. Ich lache über, wie er das nachmacht. Über falsche Beschreibung. Das können wir den ganzen Tag angucken. Ich bin ein bisschen empört, weil so wie du das beschreibst, ist das halt, als hätten die sich nichts dabei gedacht. Aber dass einer von diesen Charakteren seit Anfang an tot ist und dem anderen nur als Geist erscheint und er durch diesen Geist dann seine Fähigkeit überhaupt erst nutzen kann, das ist halt einfach, sorry, aber das ist Next Level Superpower und das ist deutlich anders als, ich kann das Laser aus den Augen schießen. X-Men kann mich mal, bäh. Nee, tut mir leid, sowas brauche ich. Ich brauche mittlerweile mehr als nur Fähigkeit Nummer X, deine Ohren können ab jetzt alles auf der Welt hören. Das sorgt dafür, dass du erstmal 2 Jahre lang dramatisch in einem Berg wohnst, weil du es nicht erträgst und dann aber wirst du der super krasse Hörer. Superhörer. Und tut mir leid, nein, ich will das nicht mehr. Dieser Struggle mit der Superpower, ach, ich kann es nicht mehr hören. Aber er hat doch auch Struggle mit der Superpower. Aber er verdrängt sie doch. Naja, wie gesagt, da ist es, finde ich, was anderes, weil es erklärt, finde ich, ganz. Also, ich weiß, was ich gerade gesagt habe und ich weiß, was du gerade gesagt hast. Bei ihm ist es so, dass er halt einfach ein Arschloch ist, der lieber bekifft und als Junkie durchzuleben ist, als sich mit irgendwelchen Leichen die ganze Zeit abmühen zu müssen. Da ist ja keine Superpower drin. Dass er das kann, was du gerade beschrieben hast, das weiß er ja gar nicht. Nein. Das weiß er nicht, weil er nie mit den Leuten seine Superpower versucht hat auszubauen. Ich finde das auch wirklich geil. Ich will also einfach diese Serie nicht, ich will, dass sie auf jeden Fall geguckt wird. Ja. Weil ich möchte von der nächsten Staffel. Aber das checkt man schon. Ich meine, die Prämisse ist ja von vornherein klar. Ich kann dich jetzt gerade voll nachvollziehen, wenn man was eine Serie gut findet und dann sitzt du neben einem, der erstmal von vornherein sagt, er findet generell das Genre scheiße und dann verarscht andere auch noch deine Held. Das checke ich natürlich schon. Aber ich glaube, das werden die Leute schon referenzieren können, dass wir natürlich einfach auch. Ich glaube, wir haben auch schon so viele Superhelden-Sachen besprochen, Ich möchte einfach nur meine Position klar machen. Ich stehe nämlich zwischen euch. Ich find's halt ein bisschen blöd, wenn man halt so gewisse Formeln und Mustern einfach so ausreizt, dass die halt schon als Formeln und Mustern zu erkennen sind. Ja. Ja, und das halt wirklich in der Folge oder in einer Staffel von 10 Folgen. Das finde ich schon ein bisschen schade. Bei Game of Thrones hast du auch irgendwie erst nach 3 Staffeln gerafft, dass es irgendwie ein gewisses Muster hat, dass immer die Figuren aus der Serie sterben, von der du gerade irgendwie richtig überzeugt bist. Ja, aber was ich jetzt meine ist, du hast so eine richtig geile Figur wie Pogo, ja, ein Affen, in der Serie, animiert, wie du es noch nie zuvor irgendwo gesehen hast. Besser als bei Planet der Affen fast, ne? Fast, wirklich teilweise echt richtig auf Planet der Affen-Level so, ja? Fand ich richtig gut. So, und es fängt alles toll an. Nach der ersten Folge wollte ich unbedingt wissen, wie es weitergeht. Aber ich merke halt, okay, es geht um die Figuren und ich merke halt, ey, das ist schon wieder so eine Konstellation von Figuren, die halt einfach nicht das Maul aufkriegen. Wenn ich dann am Ende noch erfahre, wenn ich dann am Ende halt auch noch erfahre, was die Superpower von hier der blondierten Dame ist, ja, also von ich weiß nicht. Mit dem, if you heard a secret. Ja, genau. Rumor. Was kann die denn? Rumor. Ja, das kann, wenn die quasi, ich habe gehört, Donny hat keinen Kopf mehr, dann wäre dein Kopf weg. Nein, aber weißt du, was sie halt sagen kann? Sie kann halt sagen, ich habe gehört, Donny hat einen Riesenpenis. Ja, genau. Dann denken alle, du hast einen Riesenpenis. Wir wissen es nicht, aber wir glauben es. Moment, nein, es ist so. Dass er einen Riesenpenis hat. Okay, das wird nicht aus dem Zusammenhang geschnitten, hier, Freunde. Nee, okay, du hast, glaube ich, einen Punkt. Das ist nämlich die Frage, es wird nicht genau gesagt, passiert es dann oder denken nur alle? Alle denken es. Deswegen ist sie ein Star. Deswegen ist sie erfolgreich. Sie hat sich, genau. Ah. Und das ist nämlich auch, sie hat auch ein Kind. Und dann hat sie ihrem Kind irgendwann auch quasi, I heard a rumor, you wanna sleep und so. Und dann, weißt du, sie hat quasi die Kraft auch für Und dann halluzinieren die auch die Leute sozusagen. I heard a rumor, tell me the truth. Oh. Dann wäre die Folge oder die Staffel vielleicht nach 2 Folgen. Ja, aber dann wär's ja kein, dann hätte man ja keinen, hätte man ja nichts sagen können. Ja. Der kleine Junge hätte ja auch bei sein. Aber das ist so, der kleine Junge hätte ja auch gleich sagen können, was da ist. Aber nein, er macht die ganze Zeit arrogante Sprüche. So, eben. Ich brauch Kaffee, ich und das meine ich. Und das meine ich. Und das vergrätzt mir so ein bisschen die ganze Konstellation, weil ich halt denke, ey, ja, ich habe verstanden, ihr seid alle irgendwie dysfunktional, ihr seid alle irgendwie euch gegenseitig nicht grün. Aber sie könnte da echt das Ganze schon ein bisschen beschleunigen. Und ich muss auch sagen,
Das ich habe kein Problem mit dem Affen. Sagen. Nein, ich habe kein Problem mit dem Affen. Ich mag den Affenmann sogar. Ich finde die Tanzszene. Ich mag den Affenmann sogar. Ja, aber ist ehrlich, meinst du jetzt so den Affen oder Luther, den Vogel? Nummer eins. Ja, welchen Affen? Ich meine, also, okay, ich mein Nummer eins hier. Was mit dem Rest des Affen eigentlich passiert? Wo ist denn der Kopf und das Bein von dem Affen? Ja, aber hat der den eigentlich von dem Pogo-Affen bekommen, die Gene oder was? Nee, ich weiß es nicht mal. Der hat doch so eine Spritze bekommen vom. Okay, du. Also das Ding ist, es gibt auch wirklich tolle Momente in dieser Serie. Ich fand den Tanz mit den beiden schön. Ja, wo sie halt im Park aufeinandertreffen und dann einmal diese Leidenschaft nochmal ausleben. Ich fand aber auch ganz stark die Szene, wo sie in der Telefonzelle stehen, sie nicht sprechen kann und er der Tochter sagt, was sie empfindet. Das fand ich eine ganz starke Szene. Ist das nicht geil? Aber das war eine Szene, die kam viel zu spät. Das ist genauso wie Vanyas Entwicklung. Das kommt alles viel zu spät. Du hättest mir von Vanya, hättest du mir einfach mal viel früher noch ein paar Bits und Pieces geben müssen, als dass ich diese Entwicklung irgendwie richtig nachvollziehen kann. Es wird am Ende reingewürfelt, ach hier übrigens damals war das so und das, die waren und das alle fand ich halt unglücklich. Das fand ich unglücklich. Und auch, was ich auch unglücklich fand, ihr Vanyas Freund, der Schauspieler, der Vanyas, sag ich mal, Love Interest spielt, den kennst du mittlerweile aus bestimmten Filmen. Ja, woher kennt man den? Der hat unter anderem jetzt, also den hat man schon aus ein paar, also der hat jetzt gerade in dicken Hollywood-Produktionen auch Platz gefunden. Ja. Der hat in Operation Overlord mitgespielt und so weiter. Und wenn ich dann so ein, und das ist halt mein Problem, das ist wirklich mein Problem, was ich mit dieser Serie dann habe oder kriege, das kann niemand anderes oder das muss niemand anderes irgendwie genauso sehen, aber wenn ich diesen Schauspieler sehe, und ich sehe, er wird hier installiert als Love Interest von Ellen Page, dem größten Namen in dieser Sendung. Ja. Ja, dann weiß ich, mit dem ist irgendwas. Mit dem wird auf jeden Fall noch irgendwas passieren. Ja, der wirkt komisch. Und das ist auf jeden Fall ein Charakter, der halt irgendwas zu irgendwas führen muss. Und dann ist das nicht überall so? Mittlerweile? Es ist häufig so. Und das ist halt schon so ein bisschen das Problem, glaube ich, an diesen Serien oder wenn man sich halt so häufiger mit Serien auseinandersetzt, dass du weißt, es gibt Leute, die werden einfach gecastet und oder die werden gecastet, genauso wie die Darstellerin aus Grey's Anatomy oder auch aus 13 Reasons Why, die hier auch eine zentrale Rolle spielt. Mhm. Wenn die gecastet wird, dann weißt du, dass die nicht irgendwie einfach nur für einen kurzen Auftritt da ist oder dass das einfach eine kleine Geschichte ist, die am Rande verläuft. Ja. Dann hat die eine Bedeutung, dann hat man das Geld ausgegeben und in die Hand genommen, weil eben man diesen Mann dafür haben möchte, dieses Talent dafür haben möchte. Aber findest du es im Wabbel nicht? Also normalerweise ist so ein Antagonist und er wird ja zu einem so ein bisschen von, also ich finde, man erkennt recht schnell, entweder der ist einfach ein Arschloch oder der hat was vor oder der hat einen düsteren Plan oder der ist zu nett. Also es gibt immer irgendwas, was einen, und bei ihm ist es auch so. Aber ich finde, die Art, die Motivation, und das finde ich fast am wichtigsten, ne? Nicht so Lex Luthor, ich habe Geld und werde jetzt zum Arschloch, weil ich mich von Superman bedroht fühle, sondern wie das alles passiert, das wirkt auf mich fast wie so ein Unfall. Und ich habe fast das Gefühl, er macht das am Anfang, um ihr zu helfen, dann macht das, um sich zu helfen, und dann ist es zu spät. Ja. Und das ist so eine, und das finde ich ganz geil, weil ich glaube, dass viele Dinge, wo jemand sagt, da ist jemand böse, entstehen so, so dieses, du willst das nicht, und irgendwann ist es nicht mehr aufzuhalten, und dann denkst du dir, gut, dann gehe ich jetzt auch 100%. Ist ein bisschen, habe ich die Vorstellung, dass man da die Aussage treffen muss. Aber ist das bei Comics nicht immer so das Ding, dass Leute so sehr, dass wirklich damit gespielt wird, mit absoluten Klischees, oder der eine ist der allein schon, wie der Milliardär aussieht, das ist ja wohl so, also hier den Bart und diese Brille und so, also come on, also das ist so, das ist furchtbar. Klischeehafter geht's halt nicht so. Ich glaube halt, was ich finde, also mein Eindruck ist, auch nachdem ich mit Alvin über die Comics gesprochen habe, der mir noch mal ein paar ganz andere Sachen erzählt hat. Ich glaube, die hatten nicht genug, oder mein Eindruck ist einfach, sie hatten nicht genug Vertrauen in das Grundmaterial. Sie haben es dadurch dann irgendwie versucht, durch, sage ich mal, ich finde schon, da sind diverse Bilder 1:1 aus Watchmen übernommen oder halt einfach diverse Stimmungen auch teilweise aus Watchmen übernommen. Ja. Und da finde ich aber halt dann auch die Kamera oder halt das Bild an sich nicht so wertig. Mhm. Ja, also da muss ich sagen, da stößt die Inszenierung auch immer wieder an ihre Grenzen. Könnt ihr euch an diese Schießerei in diesem Altherren-Klamottenladen erinnern, wo sie Don't Stop Me Now von Queen spielen? Eine Szene mit Splitscreen, die mit Splitscreen haben, und ich dachte so, oh Freunde, das ist jetzt aber schon sehr unübersichtlich so. Ja, ich raff's nicht. Und irgendwie auch passt das mit der Musik. Die wollen manchmal poppiger sein. Ja. Als den guten. Genau, so den Pseudo-Pulp-Fiction-Moment. Und ich denke mir halt auch so bei Diego, ne? Diego rennt die ganze Zeit mit seinem Lendenschurz oder mit seinem Lederschurz darum, ich würde den auslachen. Also in jeder Welt würde ich den auslachen. Ja. So. Und der kriegt dann halt seine Polizistin an die Seite gesetzt, die es im Comic gar nicht gibt. Wo er immer und wieder wofür sagt, ist die da? Ja. Ja, sie ist dafür da, sie ist dafür da, dass sie stirbt und einen angepissten Typen noch angepisster macht. Ja. So, und es ist, glaube ich, dass man hofft am Anfang, es gibt eine Möglichkeit, eine Redemption-Möglichkeit für ihn. Er kann noch mal zu einem normalen Mitglied der Gesellschaft werden und dann stirbt sie und dann ist es aus dem Fenster raus. Ja, ich glaub, aber auch er wird dann am Ende so ein bisschen sträflich vernachlässigt, meiner Ansicht. Alle. Also ey, ich stimme ja, jetzt gerade muss ich zugeben,
Emotional finde ich die immer noch super, aber all diese Punkte, die er genannt hat, die sind valide. Das ist aber sein Talent, das hat er bei mir schon bei vielen Serien gemacht. Der hat gute Argumente, um sie dann scheiße zu finden, die Serie. Ich finde sie scheiße. Wie oft ich hier reingekommen bin, ich finde die Serie geil. Halbe Stunde später, ja, du hast recht, ich finde sie scheiße. Ich finde sie ja noch scheiße. Aber du hast valide Punkte, ich will das nicht so tun, als wäre das egal. Nur irgendwie meine emotionale, bei mir überlagert sich das. Ich finde es ist so schön, ich habe so schöne emotionale Anknüpfpunkte an die Serie gehabt, während beim Gucken. Und das war nicht, da bin ich nicht rausgegangen, sondern habe ich Pause gedrückt. Einfach. Und habe ich richtig Bock drauf gehabt. Ja. Und da habe ich auch mehr. Ich habe das zweimal gesehen, muss ich dazu sagen. Okay. Einmal mit meiner Freundin noch, um zu sagen, guck das. Und sie fand es auch nur so 7 von 10. Also ich bin da schon ein bisschen overpowered. So 6, 7 von 10 wäre ich auch eher. Ja. Wie gesagt, und ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt die erste Folge Deadly Class gesehen. Und nach der ersten Folge Deadly Class habe ich deutlich mehr Bock jetzt. Also ist mein Bock größer als nach der ersten Folge Umbrella Academy. Ich habe 3 Folgen gesehen. Und ich habe auch schon gehört, es soll schon wieder bergab gehen, ne, nach der 2. Also würde ich so gar nicht sagen, aber es ist schon was deutlich anderes als die anderen Serien jetzt. Also ich habe 4 Folgen gesehen. Nein, ich kann nicht. Wollen wir dann gleich nach der Werbung nochmal drüber sprechen? Ich glaube, wir sind jetzt gleich am Ende der Sendung. Gleich geht's weiter im Programm hier leider. Echt? Ja. Echt? Aber dann können wir nicht noch kurz nochmal über Doom reden? Und sag schnell was Doom, ein Satz. Echt? Ja. Oh Gott, sehr furchtbar. Also, zumindest aber bloß nicht hetzen, weil sonst steht der erste Kommentar wieder oben, ihr hetzt, gibt dem Format mehr Zeit. Naja, also, sag's einfach langsam, aber gehetzt. Ich sag mal, ich habe bei Umbrella habe ich ganz viel auf Twitter Werbung gemacht, weil ich so geil fand, haben Leute geschrieben, guck du mal Doom. Und dann dachte ich, oh krass, Doom ist schon quasi, ist das schon eine Staffel? Und dann habe ich gesehen, es gibt nur 2, 3 Folgen erst. Und dann habe ich das gesehen und fühlte mich an Family Guy, nicht an Family Guy, an American Dad erinnert, weil diese Nummer mit dem Klaus, dem ehemaligen Skispringer, der dann irgendwie zu einem Fisch und so. Und das hat schon echt, das geht schon in diese Richtung. Das geht wirklich in diese Richtung. Aber es ist total absurd, völlig übertrieben, wirkt schon fast so wie, es wirkt manchmal wie Doctor Who, wie diese Doctor Who-Folgen. Ja, guck mal, Alvin hat noch was draufgehauen. Danke. Wir machen noch ein bisschen länger. Es wirkt manchmal wie diese Doctor Who-Folgen, dass dann irgendwie, wie dieser eine Roboter-Menschner, wo nur das Gehirn ist Doom oder Deadly Pass gerade? Entschuldigung, ich rede jetzt von Doom. Okay. Deadly kommen wir gleich. Ne? Bei Doom will ich nur kurz noch abhaken. Es ist bizarr und es ist auf jeden Fall etwas, was garantiert nicht jedem gefällt. Es hat so B-Movie-Flair. Hat aber nichts mit dem Spiel zu tun, oder? Nein, es heißt Doom Squad oder so. Also, okay. Squad, okay. Ja. Nein, es ist im Grunde ähnlich wie Umbrella. Es ist auch diese Superhelden-Ensemble, so ein bisschen Anti-Helden, die eben ein Team bilden, was dann größer ist als die Summe aller Teile. So einzeln sind sie nur abgewrackte Penner, Loser, aber zusammen können sie eben was erreichen. Und ich finde, dass dieses Misfit-Ding bei Doom, also da machst du das wie bei Fantastischen Vier mit dem Steinmenschen. Du verstehst, dass der Typ leidet, weil einfach sein Leben ist ruiniert. Mhm. Und bei Doom ist jede einzelne Person so. Das Leben von jeder einzelnen Person ist komplett ruiniert und sie sind irgendwie so in dieser Zwischenwelt, wo sie wissen, sie kommen mit der realen Welt nicht klar, aber sie leiden darunter, dass sie nicht mehr Teil dessen sind. Und diese Stimmung, die ist in keiner anderen dieser Serien so gut. Hier ist es, bei Umbrella ist es so übertrieben. Wo kann man die gucken? Ich bin gerade in der Rolle des Zuschauers. Ich habe wirklich gar keine Ahnung von Doom. Habe ich auch gar nicht drüber informiert. Ist das irgendwie? Doom kannst du jetzt bisher nur über Pressekontakte kriegen. Okay. Das ist also noch sozusagen unter Verschluss. Ja, da musst du meine Pressekontakte nutzen. Ja. Aber dann wird die ja wahrscheinlich bekommen. Aber es Deadly Class. Interessant. Du hast mich gerade voll. Du hast mich gerade Aber dir ist es, glaube ich, zu sehr B. Es ist so trash. Also ich finde es super, aber ich glaube, das wird zu viel Trash sein. Ja, aber okay, guck in die erste Folge. Aber hattest du Deadly Class auch reingeguckt? Lass über Deadly Class reden. Ja, also Deadly Class, muss ich sagen, hat mich von der ersten Folge an doch ein bisschen mehr gecatcht. Ich habe aber schon gehört, das geht danach schon wieder auch wieder. Und das ist ein bisschen so schade. Ich glaube, ich weiß, was damit gemeint ist. Aber weißt du, warum ich nicht reingeguckt habe, Daniel? Weil es eine Superhelden-Serie ist, deswegen habe ich nicht reingeguckt. Ist aber gar nicht. Es geht um Auftragskiller, beziehungsweise es geht um eine Schule. Es geht, sag ich mal so, stell dir Hogwarts vor, wo halt keine Zaubersprüche, sondern halt Tötungsarten gelernt werden. Expecto Patronum! Ja, Voldemort. Moment, Expecto Patronum, Voldemort sind 2 Schutz. Voldemort ist kein Spruch. Du meinst, Evada Kedavra meinst du? Evada Kedavra, oder Voldemort. Crucio. Warum hat er das nicht einfach gemacht mit Voldemort? Hab ich nie verstanden. Ja, weil er halt so mächtig. Voldemort. Voldemort, Evada Kedavra, tschüss, alle geil, Dementoren, ciao. Das kann ich dir sagen, weil der Evada Kedavra, der funktioniert nur, wenn du es wirklich willst. Und Harry Potter bringt keine Menschen um, er will es nicht. Und deswegen ist Voldemort so gut mit diesem Spruch, weil er einfach ein fucking Hitler ist. Und weißt du, Harry Potter kann das nicht. Aber selbst wenn ich wollen würde, dass Voldemort stirbt. Er will es, er kann es nicht. Er ist Harry Potter, Mann. Aber gut, wir können heute Apropos Harry Potter. Harry Potter hat auf der Stirn eine Narbe. Ja. Hat der Hauptdarsteller Marcus in dieser Serie auch. Überleitung, Ja, es ist wirklich. Angelina Jolie sieht ein bisschen so aus wie eine junge Angelina Jolie. Ja, ne? Ist sie nicht. Ey, wer ist hier der links, der asiatische Lehrer? Das ist der Wong aus Doctor Strange. Okay. Aber du wolltest es gerade kurz wiedergeben, worum es da geht. Ja, es geht halt. Wir lernen halt in der ersten Folge Marcus kennen, der ist obdachlos. Und das hat eine gewisse Geschichte, die kann ich jetzt noch nicht so ganz rekapitulieren, aber durch einen Zufall gelangt er halt in die Fänge der
ja, dieser, wie heißt die, Dominion School oder irgendwie sowas. Und es wird gesagt, dass er wohl einen unglaublich krassen, sowas wie ein Amoklauf. Ja, ja. Irgendwas, er hat irgendwas gemacht, was so krass ist, dass alle Respekt vor ihm haben. Aber man erfährt schon in der ersten Folge, dass es halt nicht so ganz der Wahrheit entspricht. Das stimmt. Ja, aber er kommt halt, wie gesagt. Doom Patrol steht. Doom Patrol, schon nicht Doom Squad. Das nennt immer falsch. Ja. Er kommt halt zu dieser Schule oder er gerät halt in Kontakt mit dieser Schule, das Mr. Lin heißt er, glaube ich, der halt schon mit seinen, also der halt hier einfach das Erbe von seinen Vorfahren angetreten hat, eine Schule zu gründen, in der Menschen ja als effektive Waffen ausgebildet werden. Und in dieser Schule sind halt verschiedene Gangs oder Klicken, da sind die Latinx, glaube ich, muss man jetzt sagen, oder halt die von irgendwelchen südamerikanischen Drogenbaronen, okay, die Kinder. Es sind irgendwelche afroamerikanischen Ghetto-Kids da, die Kinder, und es sind irgendwelche FBI-Kinder drin, die halt alle irgendwie zu Assassinen ausgebildet werden. Und dann gibt es halt noch die Ratten, die Punks, die halt zu keiner wirklichen Kaste oder zu keiner Klasse oder sonst was gehören. Die, glaube ich, nur aus Respekt da sind, weil sie irgendwas Krasses gemacht haben. Genau, weil sie halt irgendwas Krasses gemacht haben, weil es irgendwelche krassen, sag ich mal, nihilistischen Persönlichkeiten sind. Wie werden die überhaupt beobachtet? Moment, dieses nihilistisch habe ich auch nicht verstanden, weil ich hatte den Eindruck durch die erste Folge, dass es eigentlich eine Schule ist, die Leuten mit mörderischen Tendenzen beibringt, nur böse Menschen zu töten. So ein bisschen wie eine Schule für Dexter. Ja, ich habe das Gefühl, die ganzen Autoren von diesen Sachen, die hatten eine schlechte Schulzeit, weil immer schon in der Schule immer so X-Men First Class Umbrella Academy und dann die wollten mir ihre Fantasie nochmal nachleben, da der geile zu sein. Ich glaube nicht, dass der, sag ich mal, der Clan-Chef, der Vatos Locos oder Vatos Lonos oder wie Vatos Manos oder wie sie auch immer heißen, dass der seinen Sohn dahin schickt und sagt, so Alter, lern mal bitte töten, damit du ein besserer Mensch wirst. Nein, das hat mich dann auch irritiert, dass da nämlich auch so offensichtliche Bösewichte sind. Vielleicht habe ich es auch nur falsch mitgekriegt. Ja, also das ist eine Schule voller Soziopathen, Psychopathen und keine Ahnung welcher Paten. Aber ich habe den Beweis, warum es so ist. Was? Wie ich gerade sage. Weil in der ersten oder zweiten Folge sie müssen alle irgendwann einen Beweis antreten. Das heißt, sie müssen jemanden umbringen, der es verdient hat. Das ist so die Aussage, ne? Ja. Und dann tötet, ist das jetzt ein Spoiler, weil es in der zweiten, er tötet jemanden, mit dem er Kontakt hatte, der gemein zu ihm war, wo ich denke, okay, reicht das der schon? Nicht nur gemein wann zu kommt ihm das war. Raus überhaupt? Ja, genau. Damit man jetzt auch schon mal, wenn ist, die ersten drei Folgen sind gerade schon auf Sky draußen. Die sind auf Sky draußen, okay. Ja. Also das Interessante an der Serie finde ich, dass es eben keine Superhelden sind. Ich dachte am Anfang auch, oh, jetzt noch eine Superheldenklasse. Ja. Und dass es eine ganze Schule ist, dass die Regeln dieser Schule noch nicht ganz klar sind, dass der Lehrer, finde ich, super ist. Also die können jetzt nicht durch die Gegend fliegen. Nein, gar nicht. Sondern die können, als Beispiel. Naja, also du schiebst deinem Nachbarn ein Zettelchen zu und du kriegst halt von deinem Lehrer halt einen Stock in die Fresse. Also wirklich in die Fresse. Also die, genau. Also aber wo ist dann die Superkraft jetzt? Es gibt keine. Es gibt keine. Ach so, es gibt keine Stock. Ja, okay. Nein. Ich dachte gerade wirklich so zugeschoben und dann kommt so ein Superheldenstock. Nein, also wenn du in der Schule nicht aufpasst, gibt's halt richtig auf den Sack. Ne? Ja. Und die Aufgaben sind eben, töte jemanden, der es verdient hat. Und es ist erlaubt, Mitschüler zu töten. Das ist vielleicht noch eine interessante Information. So wirkt es zumindest. Also weil die versuchen sich gegenseitig zu töten und es scheint keiner wirklich zu verhindern. Okay. Und man muss dazu sagen, quasi wie eine amerikanische Schule, nur halt ohne. Ja, es ist eine extreme Form der amerikanischen Schule. Ja, genau. Ja, eine sehr extreme Form. Ja. Da ist halt Töten erlaubt. Beziehungsweise Töten wird gefördert. Ohne die Metalldetektoren. Das ist so. Genau, da gibt es auch. Genau. Ja. Und ich muss aber sagen: Optik, Musikauswahl, Kamera, Lichtsetzung, die Kulissen, ist alles nochmal schon eine ganze Klasse besser in der ersten Folge. Ich kann nur von der ersten Folge ausgehen, als im Vergleich die erste Folge Umbrella Academy. Mhm. Ja, man merkt auch, da stecken die Russo-Brüder mit hinter. Das sind halt die Regisseure von Captain America Civil War oder Winter Soldier oder jetzt gerade die Avengers-Filme jetzt gerade gemacht haben, die letzten beiden. Und das ist schon, ich finde, dafür, dass es eine Sci-Fi-Serie ist, sieht es echt sehr wenig nach Sci-Fi aus. Das stimmt. Ich mag die Cast sehr. Also jetzt gerade, wenn ich das auch sehe, so, eigentlich gefällt mir jeder so ein bisschen auch wie bei mir bei Umbrella. Auch wenn ich sagen muss, gerade er hier mit dem Totenschädel. Es gibt ein paar Charaktere oder auch hier sie mit den Sleeves. Es gibt ein paar Charaktere, die sind sehr überzeichnet. Die sind sehr überzeichnet. Da kann man jetzt natürlich auch locker auf andere, wie gerade Umbrella gucken oder Doom und sagen, da ist es noch schlimmer. Ja. Aber ich bin aber vielleicht findet es auch in Ordnung seine Mitte. Ich werde mir jetzt mal die ersten drei Folgen angucken. Genauso wie von Doom Patrol. Ja. Und danach muss ich entscheiden, ist das was für mich oder ist das was für mich? Guck mal, Doom Patrol, und das würde mich echt interessieren. Ich hoffe, es wird euch gefallen, weil ich mag es auch sehr. Kann eben noch keine richtige Meinung abgeben. Auch hier nach drei Folgen ist schwer. Ich finde, du hast eine gesehen. Ich habe die dritte, wie gesagt, auch gesehen. Und es verliert sich dann schon ein bisschen so in diesem
Also fast soapig, also fast so, wer ist eigentlich auf welcher Seite, wer mag wen. Dann ist hier auch, es gibt ein paar interessante Sachen, die ich aber offen gesagt auch schon erwartet habe, wie er hier, der OG, also der Willy? Der Rechte mit den, wie heißen die? Cornrows. Der macht halt einen auf Gangster, ne? Stellt sich raus, er ist gar kein Gangster. Habe ich original ab der ersten Sekunde gedacht, ja, weil er halt auch aussieht, als wäre er kein Gangster. Bei mir ist es genau umgekehrt. Ja. Aber er hat einen richtig krassen, er hat einen richtig krassen Slang. Ja. So, komm, wir müssen zum Ende kommen. Wir kommen zum Ende und ich muss einfach von der Seele sagen, ich habe noch einen kleinen Mini-Tipp einfach auf dem Weg. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Ich kam ja von Eddie bei uns in der Gruppe. Ich glaube, du warst es auch gut. Einfach nur so auf dem Weg mitgegeben. Friends from College kann ich empfehlen. Ich find's ganz gut. Guckt mal rein. Will ich auch gar nicht besprechen groß. Das ist eine Comedy-Soapie. Ja, ich fand's gut. aber okay, dann, ja, aber ich kann's empfehlen. Ich find's ganz gut. Sag uns beim nächsten Mal, wie ihr es findet. Oder jetzt hier drunter. Das sind alles arrogante, unsympathische Fatzken in dieser Serie. Ich hasse sie alle, ich würde für niemanden bremsen. Ich habe 3-4 Folgen gebraucht, um reinzukommen. Und dann habe ich Eddie tatsächlich auch gesagt, ja, ist ganz gut, die zweite Staffel wird auch ganz gut. Es ist nichts Besonderes, es ist eine seichte Serie zum Nebenherschauen. Ich finde es ganz gut. Ich habe viel gelacht jetzt schon bei der Serie. Und Afterlife natürlich, sollte man sich auch angucken aktuell. So, ich hau die News am Ende raus jetzt. Okay, das war's. Was kommt jetzt? Keine Ahnung. Beast vs. geht weiter, oder? Beast vs. Was spielst du jetzt noch? Timberbrook oder wie das heißt? Trüberbrook. Sagt man Trüberbrook oder Trüberbrook? Das wissen wir nicht, weil das weiß keiner. Pseudodeutsch. Vielleicht, wenn man es durchspielt, wird es am Ende aufgelöst. Dieses Spiel heißt. Und dann Trüberbrook. Okay, tschüss, Leute, haut rein, bleibt einfach dran. Hier kommen geile Sachen, lasst uns Kommis da und Likes. Tschüss. Danke, Simon, fürs Dasein. Tschüss. Tschüss. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/badabinge.